Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Wir hoffen, euch allen geht's gut und wir hoffen, ihr alle genießt den Fastenmonat und Richtig. Es läuft sehr, sehr gut, hoffen wir. Heute widmen wir uns einem Thema, auf das wir uns eigentlich nicht widmen wollten. Dieses ganze Video wollten wir eigentlich auch nicht machen, ne? Denn wir sind nicht interessiert an irgendeinem Beef. Das ist einfach nicht unser Charakter und darauf haben wir einfach keinen Bock. Wir haben eigentlich nur Lust, unser Ding zu machen und wir wollen auch, dass jeder andere sein Ding macht, ohne dass er uns dabei Steine in den Weg legt. Das Ding ist, seitdem wir das im Livestream angesprochen haben, dass Sonntag ein Video erscheint, geht ja der ein oder andere TikTok rum. Und viele aus der Community von Sammy sind berechtigterweise auf seiner Seite, aber da werden auch viele Unterstellungen uns in die Schuhe geschoben. Richtig. Und deswegen sehen wir uns gezwungen, dieses Video zu machen, damit wir einfach nicht unser Gesicht in der Öffentlichkeit verlieren. So, also es gehen gerade einfach sehr, sehr viele falsche Behauptungen rum, es gehen sehr, sehr viele Clips rum. Er hat in seinem Stream auf einige Dinge reagiert. Er hat beispielsweise auf eine Folge reagiert, die sein Cutter ihm zukommen lassen Anders. Hat, um uns bewusst schlecht zu machen in der Öffentlichkeit genau. Und das können wir leider einfach nicht auf uns sitzen lassen, denn das schadet nicht nur uns, das schadet Icon, das können wir nicht zulassen und dementsprechend müssen wir heute uns einfach dazu rechtfertigen Richtig. Und euch der Öffentlichkeit einfach erzählen, was wirklich im Hintergrund abgeht. Genau. Uns geht es eigentlich nur darum, dass ihr da draußen wisst, was im Hintergrund passiert und dementsprechend heute auch das Video. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt rein und erzählen die ersten Sachen. Let's go. Es geht sich um die Thematik mit Sammy und Red Lobby. Das ist ein Video, das wir nicht machen wollten und entspricht auch nicht der normalen Entertaining-Charakteristik, die normalerweise die Videos auf diesem Channel haben. Aber nichtsdestotrotz ist es ein sehr wichtiges Video und Definitiv. Wir müssen jetzt einfach darüber reden. Wir haben uns ja sonst auch nie zu diesem Thema geäußert in der Öffentlichkeit. Wir haben nie gegen Rap LaRue oder Sammy was in der Öffentlichkeit gesagt. Aber jetzt gerade werden Tatsachen einfach verdreht und gegen uns verwendet, die Richtig. So einfach nicht stimmen. Es ist sehr viel im Hintergrund einfach passiert, was die Leute nicht wissen. Und es wird jetzt gerade wirklich so gezielt hingegangen und versucht, Icon ins schlechte Bild zu rücken. Und das können wir nicht zulassen und das werden wir nicht zulassen. Und vor allem sind wir auch der Icon-Community eine Rechenschaft schuldig und eigentlich auch nur der Icon-Community. Das ist der erste Punkt, den ich auch zusätzlich noch bekräftigen möchte mit einer zusätzlichen Aussage. Mhm. Der Sammy hat ja letztens dir eine Nachricht geschrieben. Mhm. Was hat der in dem Livestream daraufhin Tano gesagt? Ich habe vor mehreren Wochen den BZ angeschrieben und den gesagt, ey, lieber BZ, falls es dir zu viel wird, dann so und so, ich sehe das Ganze sportlich und ich nutze das als quasi, er hat es sich so in dem Wortlaut gesagt, aber er nutzt es als Promo für seine eigenen Zwecke für seine eigenen Folge. Ich habe BZ geschrieben, vor einigen Tagen, Wochen, ey Bruder, wenn das zu viel für dich ist, sag, weil für mich ist nur Spaß, Bruder. Wenn er aber persönlich nimmt, sag mir, hör auf, Cousin. Das Ding ist, wenn das Ganze ja ein Spaß ist, dann hätte der Sammy das von vornherein abklären können, sodass beide Formate aus der Promo resultieren und nicht, dass das eine Format im Schlechten und das eine Format im Guten steht. Zum anderen kann ein Sammy nicht in der Öffentlichkeit bestimmen, wo die Spaßgrenze endet. Der Sammy kann nicht die Grenze von einem Spaß entscheiden. Abgesehen davon, so, es gab sehr, sehr viele Dinge, wo wir drüber hinweggesehen haben. So, dazu werden wir gleich natürlich Richtig. Kommen. Und dementsprechend kommt unser Statement ja auch heute erst, so relativ spät, nachdem wir wirklich ein Jahr oder mehr als ein eineinhalb Jahre, genau. Ja, seit Ende Icon 4 oder seitdem Icon 4 so quasi am Laufen war, haben wir wirklich immer es in uns behalten. Richtig. Wir sind damit nicht an die Öffentlichkeit gegangen. Manche Dinge konnte man sportlich nehmen. Safe. War witzig, haben Safe. Wir vielleicht selber drüber gelacht. Safe. Aber dann gibt es auch wiederum Dinge, die sind nicht lustig. Auf gar keinen Und Fall. Das war beispielsweise dieses Video, was er seinem Cutter machen lassen hat, weißt du, und wo er dann selber drauf reagiert hat. Richtig. Und das hat er ja nur im Stream gemacht und das hat er ja bewusst gemacht, damit das auf TikTok viral geht, damit er sich über uns lustig macht und so weiter und so fort. Dieses Video, gell, hat Ennis angefertigt. Wollen wir es wirklich gucken? Bruder, oh mein Gott, es wird zu hart. Es wird zu hart. Dieses Video kein Fitner beinhaltet, sondern eine ledigliche Aufklärung ist, genau. damit wir nicht mehr im schlechten Bild dastehen. Wir wollen nicht dem Team von Sammy oder den Künstlern mit diesem Video schaden. Also bevor wir anfangen, möchte ich erstmal starten, wie kam es überhaupt zu dem Punkt, dass wir jetzt hier sitzen. Im Sonntagsstream hat Sammy ein Video vorbereiten lassen, genau. wo er Icon mit Rap LaRue verglichen hat. In dem Video waren halt echt sehr, sehr viele negative Sachen über uns drin. Und ich meine, seit Jahren
stichelt Sammy von der Seite und wir haben die ganze Zeit kommen irgendwelche TikToks oder irgendwelche Infos raus über Icon, die von Sammys Seite kommen und wir sind das wirklich seit Jahren absolut am ignorieren, aber jetzt am Sonntag ist halt so der Punkt gekommen, man kann es nicht mehr ignorieren, richtig, weil wir stehen in der Öffentlichkeit einfach schlecht da und das können wir so nicht auf uns sitzen lassen. Also das hier ist der, das kennt jeder von euch, von Made Entertainment vor 6 Jahren. Das ist die Rezeption, das ist der Flur und das hier ist der Raum, in dem wir jetzt gerade sitzen. Was? Und damit komme ich auch schon zu meinem ersten Punkt. So, Sammy beispielsweise sagt ja, ja, Rap LaRue ist aus dem Nichts entstanden und wird jetzt schon mit Icon 5 verglichen. Richtig, und die kommen von null. Wir kommen von null, richtige, so, wichtige Aussage. Wir sehen ja die TikToks, die so im Umlauf, diese Sticheleien und so. Cousin, wir kommen von null. Das Rap LaRue gab's nicht. So, und wir werden einfach mit Icon verglichen. Icon 5 verglichen. Checkt ihr? Leute zittern, man merkt. Leute werden nervös, Cousin. Aber wenn jemand von null kommt und aus dem Nichts, dann ist es Icon und Colin. Genau. Weißt du, ein Sammy hatte über 200.000 Follower, als auf er Rap LaRue gemacht hat. Genau, er hatte quasi die ganzen YouTuber um sich. Er hatte die Rapper durch die Rap-Geschichte mit Sadik um sich. Die ganzen Frankfurter hatte der um sich. Dadurch, dass er Reichweite hatte, konnte er natürlich auch direkt zu einem Label gehen. Genau. Ne, und sagen, guck mal, das und das hatte ich vor. Und das Wichtige, er hatte ja auch einen Sadik, der auch das ganze Label geleitet hatte. So. Weißt du, und er hatte da ja auch viel zu sagen. Und abgesehen, das Wichtigste von dem Ganzen, er hatte eine Showvorlage. Ja. Er hatte Icon, woran genau er sich inspirieren kann, dann ist es natürlich immer einfacher, nicht, etwas zu machen, wenn du dich inspirieren kannst. Nicht nur inspirieren, er hat sowohl die guten Aspekte als auch die falschen Aspekte beobachten können. Er hat zum Beispiel gesehen, welcher Promo-Move ist aufgegangen und welcher nicht. Welcher Song hat wie gezogen und wie nicht. Welche Kameraperspektive war für ein und welche nicht. Also alles konnte, aus jeder Folge konnte er lernen. Richtig. Und Erfahrung ist A und O. Ja. Das ist das Allerwichtigste. Also halten wir mal fest, das, was Icon nicht hatte, ganz am Anfang, als Colin mit Icon gestartet hat, aber dafür Sammy hatte und ein ganz klarer Vorteil ist, waren über 200.000 Follower, eine richtig Reichweite, das ist Gold wert heutzutage. Richtig. Er hatte die finanziellen Mittel. Richtig. Er hatte die Kontakte. Richtig. Zu Rappern und YouTubern. Ja. Die hatte Colin nicht. Richtig. So, abgesehen davon hatte er die Schauvorlage Icon. Richtig. So, und das alles hatte Icon nicht. Ja. So, das sollte man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, bevor man sagt, ja, wir kommen aus dem Nix und werden schon mit Icon verglichen. Nummer 1, das Ganze mit den Dislikes und den negativen Kommentaren unter den ganzen Promo-Videos muss auf jeden Fall aufhören. Der Sinn von dieser... Guck mal, würde ich dieses Video heute sehen und ich kenne diese Person nicht und der erzählt mir was von, hier stehen die beliebtesten Künstlern und sonst was, ich würde das Video skippen, ich würde das ausmachen. Ja. Aber im Gegenzug, würde das ein Sammy machen oder würde das jetzt in der Größe von ein Sammy ein anderer YouTuber machen, würde ich da zuhören und zuschauen. Warum? Weil man hat schon einen Bezug zu dieser Person. Man kennt ihn. Man kennt ihn. Und das ist auch ein wesentlicher Vorteil, weil wenn Sammy A sagt, sagen viele aus seiner Community auch A. No. Aber wenn Colin B sagt, dann skippen die meisten das, weil die den Colin bis dato noch gar nicht gekannt haben. Das ist auch ein wichtiger Aspekt. Die stellen uns noch als Schlechten hin, obwohl die deine Idee, dein Baby, klauen die dir aus der Hand. Verstehst du? Und du bist dann noch der Schlechte? Und dazu habe ich direkt 2 Sachen, die ich ergänzen möchte, die sehr wichtig sind. Runde 1 ist dasselbe Prinzip wie Icon. Ist kein Hate, nur der einzige Unterschied ist, dass die diese Karte hatten, die Joker-Karte, die konnten die Künstler nachher wiederbeleben. Nachdem die Künstler rausgeflogen sind, das konnte Sammy auch bei uns sehr gut beobachten. Ein Shabab ist damals rausgeflogen gegen einen Kelmo. Was ist passiert? Jeder hat sich beschwert über das Format, über das System, aber das ist ja auch negative Promo für das Video. Das konnte Sammy sehr gut beobachten. Was hat er gemacht? Er hat Leute wie Eamon bis zum Ende oder andere Künstler bis zum Ende zittern lassen und hat die dann daraufhin wieder belebt, damit unter jedem Video steht, nimm den, Promo, nimm den, nimm den, Promo. So, und das sind auch so Aspekte. Eine zusätzliche Sache, die ich sagen wollte, viele können jetzt auf deine Aussage daraufhin antworten, nee, stimmt nicht, die Challenges bei Icon und Rap LaRue waren anders. Zum Beispiel bei Rap LaRue war ja die Challenge Cover ein Song. Was ist der Sinn dahinter gewesen? Der Sammy konnte beobachten, dass durch den Song von Kali mit Tap Tap, das international gegangen ist, in arabischen, koreanischen und egal in welchen anderen Ländern, es gibt sehr viele TikToks, die sind online, viral gegangen ist. Es ist viel passiert auf Street, Mensch, ich verliere niemanden.
Dadurch dachte der Sammy sich, ey, das ist eine sehr gute Idee, das kann man machen. Eine zweite Sache, mache einen Clubsong, Coq Hashem. Mhm. Coq Hashem war der Beweis dafür, dass zwischen all den anderen Songs Coq Hashem was Frisches und was Gutes für das Ohr war. Und daraufhin dachte er sich, wir machen daraus eine ganze Challenge. So, also im Großen und Ganzen sind die ganzen Challenges schon vorgegeben zum Teil. Ja. Abgesehen davon haben uns ja auch Icon-Künstler, ich nenne jetzt extra keine Namen, so ich werde in dem ganzen Video hier keine Namen definitiv von Rap-Larue-Künstlern oder von Icon-Künstlern nennen, weil die ganzen Künstler haben nichts mit dieser Sache zu tun. Es geht lediglich um Sammy. Ja. So, und die Künstler sollten dadurch auch nichts Negatives erfahren. So, das ist das Letzte, was wir wollen. Guck mal, die Icon-Künstler haben uns sehr oft gesagt, nachdem die Folgen rauskamen, haben sie Anrufe von Rap-Larue-Künstlern bekommen. Die waren ja zu der Zeit noch gar nicht weg fürs Finale, weißt du, unsere Folgen kamen raus und irgendwann, nachdem unser Finale ausgestrahlt wurde, irgendwann einen Monat später oder ein paar Wochen später sind die dann gereist. Richtig. Und unsere Künstler haben immer wieder Anrufe bekommen von gewissen Rap-Larue-Künstlern, die gefragt haben, wie heißt diese Beatrichtung? Mhm. Beispielsweise nach Generation, weißt du, beispielsweise nach Coq Hashem. Und dementsprechend dann auch das, was du gerade gesagt hast, dass sich ganz klar an diesem Tap-Tap-Ding orientiert wird für diese Challenge beispielsweise, cover den Song. Ja. Oder auch bei diesem Party-Challenge. Genau. Weißt du so? Abgesehen davon ist das ja nicht das Einzige, was kopiert wurde. Weißt du, wir haben beispielsweise auf Instagram Song der Woche. Mhm. So, Rap LaRue führt auf einmal ein Song der Woche. Das sind ja Kleinigkeiten, so, weißt du was? Ich meine, ist ja nicht schlimm, aber am Ende des Tages stellt er uns dann hin und sagt, ja, nicht, dass die wieder klauen oder nicht, dass die uns die Idee klauen oder sonst was. Ja. Wir am Ende des Tages, Bruder, wir überlegen monatelang die drei Kategorien beispielsweise, nach was wir bewerten. Image, brandneu. Brandneu und Technik. Daran saßen wir so lange. Ja. Rap LaRue beginnt, zack, welche Kategorien haben die? Brandneu, Image und Technik. Und vielleicht noch was anderes. Weißt du, und dann wird gesagt, ja, wir machen nach. Ja. Das stimmt doch gar nicht. Hm. So, abgesehen davon, so beispielsweise, dass sie jetzt auf einmal Kapitäne haben. Hm. Weißt du, so kann mir doch keiner zwei erzählen, Gruppen, oder? Ja, genau. So. Jetzt in Teams von jeweils 8 Künstlern aufteilen. Bevor wir das machen können, brauchen wir für jedes Team einen Team-Captain. Haltet euch in diesem Bereich auf. Entscheidet 2 Team-Captains für euch. Abgesehen davon dann auch so... Die erste Challenge, um in die Villa einzutreten, das war ja auch so von uns. Und dann mit dem Koffer direkt wieder nach Hause zu gehen und daraus das 1 gegen 1 zu resultieren zu lassen. Die erste Challenge wurde euch bereits vor dem Abflug mitgeteilt für den ersten Tag. Ihr werdet jetzt ganz genau 8 Bars performen müssen, die entscheidend dafür sein werden, ob ihr heute in diese Villa einziehen werdet oder wieder zurückfliegen. Ihr spielt jetzt um den Einzug in die Villa. Das Team, was verliert, aus diesem Team werden 4 Leute gegeneinander antreten und 2 davon werden nach Hause fahren. Die Folgen sind ja online, Leute. Ihr könnt ja selber gucken und nebeneinander tun und vergleichen. Beispielsweise hat der Colin, als die Künstler in den Knast kamen und er die Rede gehalten hat, gesagt, guckt nach links. Guck nach rechts, diese Person werdet ihr morgen nicht mehr bei euch neben euch sehen. Und genau dasselbe hat Sammy am Anfang von seiner Runde 2 oder Runde 3 auch gesagt. Guck nach links, guck nach rechts, guckt euch diese Künstler an. Tut mir alle mal bitte einen Gefallen und schaut nach links und schaut nach rechts. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Person, die neben euch steht, heute Abend weg ist, ist sehr groß. Ich will jetzt, dass ihr euch umschaut. Guckt euch die Gesichter an. Guckt den rechts neben dir an. Guck du den rechts neben dir an. Nach dieser Runde verlässt uns jeder Zweite. Es könnte sein, dass der rechts neben dir steht, dass er morgen nicht mehr da ist. So, das heißt, er adaptiert auch nicht nur Challenges oder richtet seine Challenges nach dem, was wir machen, sondern auch so das, was wir sagen, das wird auch wieder verwendet. Ja. Weißt du, und dann wird gesagt, ja, Icon macht nach. Unter anderem sind auch so Kleinigkeiten wie, dass wir des Öfteren erwähnt haben, dass Colin uns das filmerische Reden beigebracht hat. Und was machst du des Öfteren? Du machst es ja spannend, du redest um den heißen Brei und du verarschst ja den ein oder anderen Künstler sehr gerne und auch die Zuschauer. Was machst du? Du sagst zum Beispiel, Bobby, du musst deine Koffer packen, damit der Zuschauer denkt, ey, der fliegt raus, weil du morgen dein Zimmer wechseln musst, weil du weiter bist. Und das hat jetzt Sammy des Öfteren in jeder Runde gemacht und dann lese ich so Kommentare wie, warum hört sich das bei Sammy an wie ChatGPT, aber es ist einfach so eine versuchte Nachmache auf deine Rede. Weißt du, es ist ja nicht nur auf Colin, es ist ja ein Mix aus allem. Nochmal beizufügen ist natürlich auch so zum Beispiel die komplette Showstruktur. Wir hatten eine Top 100, Top 40, Top 25 und Top 17. Genau. Was sagt der Rap LaRue? Genau dasselbe. Genau dasselbe. Bruder, in welcher Welt leben wir hier? Ich habe dafür absolut kein Verständnis. Der Icon Contest geht offiziell in die zweite Runde. Zum zweiten Mal. Ihr könnt dieses Mal richtig krasse Preise gewinnen. Zu verlosen. Überleg mal, zum zweiten Mal ging Icon 2 los, weil bei Icon 2 hat's noch nicht gereicht dafür, dass genug Bewerber da waren. Also viele sagen ja auch zum Beispiel, ja, vergleich mal Rap LaRue 1 und vergleich mal Icon 1. Bruder, du kannst Icon 1 gar nicht vergleichen. Ab wann hat deiner Meinung nach Icon richtig angefangen? Ab welchem Icon?
Ab 4. Warum? Ab wann kamen diese Songs mit Vertrieb und Rausbringen und Songs und Veröffentlichung und sonst was? Ab Icon 4. Mhm. Bei Icon 3 war das nur ein reines Turnier. Ähnlich so wie Champions League. Die haben ein paar Bars gekickt, die hatten ein bisschen Turnier, ein bisschen Unterhaltung auf YouTube und das war's. So, und ab Icon 4 fing dann das erste Mal an. Und in der ersten offiziellen, richtigen Staffel mit dem, was Icon wirklich ausmacht, haben wir Songs wie Mulaga mit 50 Millionen erreicht. Wir haben Kriminalspannung mit Songs wie fast 30 Millionen. Weißt du, da haben wir brachialen Bomben-Songs mit starken Zahlen. Also keiner kann mir sagen, du kannst Rap La Rue mit Icon 1 vergleichen. Wenn du Rap La Rue vergleichst, dann nur mit Icon 4. Und dann haben wir auch selber drauf angefangen zu reagieren. Es lief super. Die Leute hatten richtig Bock drauf, die hatten Spaß daran. Und sind wir mal ehrlich, es hat natürlich auch Kohle eingespielt. Weißt du, was ich meine, diese Reaktion? 100%. Und natürlich ist das dann Motivation für jeden Reaktions-YouTuber, da weiterzumachen. Ich weiß noch genau... Und das ist auch so ein wichtiger Punkt, so den ich hier auch gerne erwähnen möchte. Sammys Reaktionen haben selbstverständlich Icon auch gut getan. Klar, das muss man hier öffentlich preisgeben. Definitiv. Ja, definitiv. Jede Reaktion. Aber Moment, das wollte ich erwähnen. Jeder Song, ob es Soulja Pham Black war, ob es Schenk Ommi damals war, ob das die Reaktion von Sammy war, ob das die Reaktion von uns daraufhin war, weil wir unsere Reaktion kam erst nach Sammys Reaktion, ob es daraufhin, als sie dann da waren, die täglichen Vlogs, wo wir die ganzen Künstler gepusht haben und interessanter gestalten haben, dadurch die Bobby-Memes kamen und viel mehr dann Icon entdeckt haben oder die ganzen Interviews mit Mowgli, dass viel mehr Leute Mowgli angefangen haben zu feiern und dadurch Icon geguckt haben, die Reaktion von Matt auf das Finale mit Return, viele kamen dazu, Sophie, San Andreas war bei Marvin California bei dieser Podcast-Show, Tubau hat angefangen zu reagieren, viele Reaktionen haben dazu beigetragen, dass dann dieser Erfolg kam. Natürlich hat der Sammy seinen Bedarf an Verbesserung erwähnt, definitiv. Ob das ein oder andere jetzt umgesetzt wurde oder vielleicht sogar besser gemacht wurde, hat der Sammy A gesagt und wir haben daraus A und B gemacht, das war was anderes. Aber keiner kann mir sagen, dass nur Sammys Reaktionen das ganze Format gemacht haben. Ja, weil dazu zählt viel mehr. Macht erstmal eine Show. Macht das erstmal. Schneidet das erstmal. Strukturiert das Ganze mal. Kümmert euch um die Lizenzen, kümmert euch um die Künstler, verpflegt diese Künstler, filmt das erstmal, pflegt euch um die Mitarbeiter, findet erstmal diese Mitarbeiter, findet erstmal diese Künstler. Das ist auch ein großer Aspekt. Viele sagen ja immer noch so, ja, es sitzt ein YouTuber. Bruder, wir sind YouTuber. So, sind wir? Wir haben nicht dieselbe Legacy? Ja. So, wir haben die richtigen Künstler gesehen, gefunden und weiterentwickelt. Abgesehen davon, so dazu das perfekte Beispiel, so Mowgli. Mowgli hat bei Icon 4 in der ersten Runde niemand gefeiert. Richtig. Digga. Erst ab Runde 2, 3 und dann so richtig bei allen kam er erst an im Finale. Richtig. Weißt du, aber wir haben ja von Anfang an schon was in Mowgli gesehen. Dazu muss man sagen, beispielsweise, dieses Argument kommt am meisten eigentlich von Sammy. Ja, da sitzen YouTuber in der Jury, bei uns sitzen Rapper in der Jury. Sammy hat ja selber Rap gemacht. Beispielsweise den Icon 5 Gewinner, Shabab, hat Sammy in der ersten Runde null gefeiert. Genau. So, er hat selber in seiner Reaktion irgendwas hatte er Negatives gesagt. Da war ja auch irgendwas mit dem Beef mit Manager von Shabab und so weiter. Irgendwas war da, weiß ich nicht mehr genau. Aber er hat Shabab nicht gefeiert. Ja. Wir haben wiederum etwas in Shabab gesehen. Genau. Wie kannst du dann hingehen und sagen, also die Zahlen von Shabab lügen ja nicht. Nein, weißt gar du? Kein und Fall. Der Hype ist real. Erfolgreicher als Bobby, ne, bei Icon 4, muss man sagen. Ja, wie kannst du dann sagen, dass wir keine Ahnung von dem haben, was wir machen so, weißt du? Man kann doch sehen, dass die ein oder andere Entscheidung natürlich falsch war. Klar, aber kann man sich drüber streiten. Waren auch richtig, kann man sich drüber streiten, das verstehen wir muss auch. Das man sich nicht drüber streiten. Abgesehen davon hat auch Sammy Künstler wie Barré damals, Barré hat sich bei Rap La Rue beworben. Er wurde abgelehnt. Ja. Heute sitzt er in der Reaktion bei dir. Heute ist er gut genug geworden, nachdem der die Reichweite von uns mitgenommen hat. Weißt du, das sind auch so Sachen, die keiner erwähnt, aber auch jeder, wenn er es sieht, gerne wegschaut. Mhm. Das sind so Sachen. Oder auch zum Beispiel, der Sammy hat doch selber, nachdem der ein oder andere Rapper abgesprungen ist, wollte er doch Sufjan anfragen. Sufjan auch dabei? Welcher Sufjan meint ihr, Dreddys? Der Rapper oder der YouTuber Sufjan? Der YouTuber, der war am Anfang geplant, Bruder, aber es hat sich dann am Endeffekt nicht ergeben. Aber wenn ihr das besser machen könnt, dann kommt bitte. Dann haben wir euch das erste Mal ins Studio eingeladen. Und das war der ausschlaggebende Punkt, wie wir zusammenkamen. Wir haben auch unsere Kritik abgegeben. So, wir haben auch sehr oft gesagt, da ist Verbesserungsbedarf. Und wir haben auch im Privaten, nicht vor der Kamera, haben wir oft gesagt, das ist falsch, das ist falsch, das ist falsch. Der Colin hat viel durch uns gelernt und umgesetzt und wir haben viel von Colin gelernt und auch umgesetzt. So, wir haben uns beide Teams, beide Parteien, Sandro und Colin und BZ und Emler, haben sich ergänzt und voneinander profitiert und gelernt. Man muss auch sagen, durch die Reaktionen auf Icon hat sich auf unserem Kanal
Kanal viel getan. Viel Follower, viel Fame kam dazu. Und dazu auch zu ergänzen bei Sammy. Sammy hat ja auch angefangen, auf Icon zu reagieren, damals, als der Hit mit Cenk on Me kam. So, die Leute haben bei Sammy in den Stream geschrieben, ey Bruder, check das ab, check das ab, check das ab. So fängt es ja an. So, und die erfolgreichsten Videos von Sammy sind Icon-Videos auf Mad Villain. Mhm. So, und ich garantiere, wäre damals ein Video nicht so gut angekommen und hätte vielleicht nicht so viel Reichweite eingespielt, dann wäre die Interesse auch nicht so groß, so oft darauf zu reagieren. Mhm. Aber weil die Videos ja auch so gut ankamen, hat er nicht nur auf den Contest reagiert, sondern auch auf Vlogs von uns. So, weißt du, und es hat sich dann größtenteils nur noch um Icon gedreht und irgendwann hat er dann gesagt, ey, Bruder, das ist so ein geiles Format, es macht Spaß, ich hätte auch Bock auf sowas. Und dann hat sich das entwickelt mit seiner Community, ey, Bruder, mach, 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 mach. So hat sich das entwickelt mit Icon und Rap La Rue. Mhm. So, das heißt, Sammy hat zwar auch Icon dazu beigetragen, dass es größer geworden ist, aber teilweise, genauso wie alle anderen Reaction-YouTuber. Genau, aber genauso hat Icon dazu beigetragen, dass Rap La Rue heute Rap La Rue ist, wegen Icon. Ja. Und wegen Sammy durch die Erfahrung und durch die Reaktionen auf Icon. Gäbe es kein Icon, wäre Sammy vielleicht gar nicht erst auf die Idee gekommen. Abgesehen davon hätte er kein Format gehabt, womit er sich inspirieren kann. Definitiv. Und drittens, er wäre vielleicht zu einem Major gegangen. Er arbeitet ja mit Sony. Ja. Und hätte vielleicht gar nicht diesen Vorschuss bekommen, richtig, den er so bekommen hat, weil er konnte vorlegen, okay, das ist Icon, ja, ich habe meine Reichweite, ich will sowas ähnliches genau wie Icon machen. Gäbe es kein Icon, wäre er da vielleicht hingegangen, hätte gesagt, ich will eine Rap-Show machen, ich habe zwar noch kein konkretes Beispiel, so ungefähr will ich es machen, dann wäre garantiert der Vorschuss nicht so hoch gewesen für das, was er machen wollte, wie jetzt. Also, oder wie er dann war. Also, wenn jemand die aktuelle Deutschrap-Szene verändert hat, dann Colin. Ja. Und durch das Format und die Idee von Colin kommen jetzt nach Rap La Rue auch rasant viele andere Formate. Ja. Mo, Phoenix, Manu, zig andere haben jetzt auch in Planung, wo bald noch was gedroppt wird. Wir haben sehr vieles gehört. Mhm. Sehr vieles. Und der Grund dafür ist Colin. Und das ist auch kein Hate an dieser Stelle. Das sind einfach Tatsachen. Ja. So wie die ganzen anderen Sachen, die wir zuvor und danach noch sagen werden. Weil dieses Video beinhaltet kein Fitner, das ist nur eine Aufklärung. So, und wir sind ja auch nicht auf Hass unterwegs, ne, müsst ihr wissen. Also, wir sind völlig tiefenentspannt, wir wollen einfach nur der Öffentlichkeit zeigen, was wirklich abgeht und ich bin mir sicher, dass wir in diesem Video sehr, sehr viel thematisieren werden, was auch sehr, sehr wichtig ist, aber da ist wirklich so viel im Hintergrund passiert, wir werden mit Sicherheit nicht alles schaffen, nein, zu thematisieren, weißt nicht, du? Nein. Das ist einfach, also das geht schon so lange und wir wollen einfach, wir haben keinen Bock mehr auf diese Negativität, es nervt, es einfach ab. Es nimmt Energie, Bruder. Lass uns doch einfach unser Ding machen. Janni, lass doch einfach genießen. Mach dein Ding. Lass uns Icon machen. Lass doch cool sein, Alter, ja? Warum hat sich das so entwickelt? Und das so, ist wir eine waren immer, Sache, immer, ja, immer korrekt, Alter. Wir waren immer korrekt zu dir. Ob im Hintergrund oder vor der Kamera. Beispiel, in den Icon-Folgen wurde einmal was gegen Rap La Rue gesagt? Nein. Wurde bei Rap La Rue Icon thematisiert? Ja. In den ersten Folgen beispielsweise, fast in jeder Folge, Digga, wurde was über Icon gesagt. Ja, ob es Teammitglieder waren, ob es Künstler waren, ob es Livestreams waren, ob es YouTube-Reactions waren. Also seitens Rap La Rue kam immer was. Immer. Ob's damals, heute kam ja bei dem Song Wir sind RLL und nicht Icon. Ja. Das gab es ja damals schon in der ersten Runde von Ozark. Ja. Wir sind hier bei Rap La Rue und nicht bei Icon 5. Ja, ja. So 1:1 dasselbe, Bruder. 1:1 Leute feiern, als wenn die das schon das erste Mal gehört haben, Bruder. Ja. Ich küsse dein Herz, so, weißt du? Aber das sind so kleine Sachen. Bei Icon haben wir sehr oft den Künstlern gesagt, nein, seid leise. Nein, wir bestes sagen Beispiel. Nein, wir schneiden alles raus. Ja, bestes Beispiel bei dem YouTuber-District, den wir gemacht haben mit Infinite, Akawi und Skandal. S. Warum haben wir bei S bewusst nicht Sammy genommen? Ja, genau. Weil wir nicht wollten, dass er es falsch versteht und dass er dann anfängt, boah, ja, Icon hat was gegen mich, dies, das, Ananas. Ja, nee, es soll cool bleiben. Ja. So, es soll nicht kaputt gehen. Und da haben wir auch schon Sammy versucht zu ignorieren. So würde ich dann sagen, kommen wir auch zum Thema Sammy. Das, was jetzt gerade passiert, was aktuell passiert. So, und jetzt geht's erst richtig los. Richtig. Ne? Also das Ganze jetzt hier war ein Vorspann, war ein Intro und jetzt werden richtige Fakten auf den Tisch gelegt. Genau. Wir sind sowieso, wie ich im Intro bereits gesagt habe, keine Leute, die Fitner wollen richtig oder Beef wollen oder sonst was. Wir wollen unser Weg machen. Wir wollen einfach nur unser Ding machen. Ja. Und guck mal, du bist bereits seit einem Jahr oder über einem Jahr am Schießen, am Auspacken, am Austeilen, am lustig machen und so weiter und so fort. Das hier ist jetzt wirklich das allererste Mal, dass wir uns äußern gegenüber dir. Ich würde mir wünschen, so
lass uns dieses Thema zumachen. Ich habe keinen Bock darauf. Wir haben keine Nerven dafür. Wir haben keine Zeit dafür. Du hast bestimmt auch Besseres zu tun. Uns geht's hier mit dem Video wirklich nicht darum, irgendwie Sammy zu schaden oder irgendwie in ein Beef zu gehen oder sonst was, sondern wir möchten einfach nur den Zuschauern und der Community erklären, was wirklich abgeht. Das ist unsere Intention und damit ihr wirklich wisst, was Sache ist. Ja. Weil seitens Sammy wird einfach vieles verdreht, vieles verschleiert und das ist nicht cool. Keine Ahnung, du wirst jeden Morgen wach, du siehst TikToks, plötzlich Künstler werden abgeworben. Es ist einfach eine ekelhafte Konkurrenz entstanden. Die Feuerwehr eigentlich. Abgesehen davon muss man auch sagen, Sammy hat einiges geleakt, ne? Ja. So von Icon so. Und da frage ich mich, Bro, warum machst du das, Alter? Du nimmst doch die Spannung von den Folgen weg, Alter. Hör doch auf. Wenn wir schon nichts dazu sagen, welches Recht nimmst du dir raus und erwähnst das? Ich weiß auch, wer Rap LaRue gewonnen hat, Alter. Habe ich das einmal erwähnt? Wir sind trotzdem nicht so schlecht im Herz und sagen, ja, nee, das muss raus oder was auch immer. Wir lassen deine Folge grün. Richtig. Lass online. Ist okay. Weißt du, aber dann kommt wieder was. Dann liegst du wieder was. Beispiel. Er reagiert auf die erste finale Folge von allererstes Icon 5. Mal, ja. Auf die erste finale Folge von Icon 5. Was sagt er da? Obwohl sehr er random. Sagt, ich weiß von nix und blabliblub. Aber woher weißt du dann, dass in der Folge 3 das mit Hasuna und Vito passiert? Ja. Weißt du, er liegt einfach, dass in Folge 3 von Icon 5 Finale oder Folge 4, ich weiß nicht mehr genau, dass ein Riesenbeef, ein Riesenskandal zwischen Hasuna und Vito entstehen wird. Es gibt keiner, der die Gruppe angetrieben hat oder nicht. Wir sind alle ein Team. So, wir stehen zusammen und fallen zusammen. So, ich bin auch gar nicht der Typ. Ennis, clip das Ennis. Und wenn der Zeitpunkt kommt, dann schickst du mir genau diesen Clip. Hasuna, Vito und Ozan sind ein Team. Haji Hodja, wir sehen uns in 2 Wochen. Alter. Wartet auf diese Situation, Chat. Wartet auf diese Situation, Dreddys. In dieser Situation ist alles eskaliert. Die ganze Stimmung in dieser Villa ist zusammengebrochen, Dreddys. Genau in dieser Situation. Das ist die Situation, von der ich vor Wochen geredet habe. Uiuiui, ich weiß, natürlich weiß ich. Ich weiß, was da passiert ist, Dreddys. Was bisher geschah, wir erinnern uns. Dreddys, ich weiß noch gar nichts. Warum leakst du das? Welches Recht nimmst du dir raus? Zweite Sache, welche er geleakt hat. Er hat einfach geleakt, dass wir eine Top 5 haben. Ja. Wie kommst du darauf, dass wir eine Top 5 haben? Ja, die letzten Jahre, Icon 3 war Top 3, Icon 4 war Top 3. Wie kommst du auf die Idee, dass bei Icon 5 eine Top 5 ist? Wie kommst du da drauf? Ich sag sogar Finale, sage ich 5 Künstler. Ich sag Finale, Skandal, Azu, Shabab, Biggie und vielleicht Infinite oder Bayer. Einer von beiden. Hasuna nicht, ne. Und dann nennt er ein paar Namen. Biggie, Azu, Bayer denke ich auch. Aber ich glaube auch, da könnte der und der sein. Okay, könnte sein, dass es eine Prediction war. Wobei ich persönlich glaube, er wusste natürlich, wer gewonnen hat und wer nicht. So, abgesehen davon, er hat Infinite gerufen. Genau zu der Folge, wo Infinite rausfliegt. Ja, richtig. Was für ein Zufall. Bro. Er hat Skandal gerufen, genau wo Skandal rausfliegt. So, und dann sagt er weiß von nichts. Ja. So, das geht an einem nicht vorbei. Er ist doch in diesem Business drin. Er bekommt es mit. Seine Künstler sind mit Icon-Künstlern gut. Richtig. Und natürlich werden da Informationen. Und wir wissen auch alles. Wir wissen, wer wann wie rausfliegt. Wir wissen, wie was geschnitten wird. Ja. Wie es aussieht, dass jemand rausfliegt und sonst was. Erwähnen wir auch nicht so. Ich weiß beispielsweise, dass bei Rap LaRue am Set wurde immer wieder gesagt, ja, Icon dies, Icon Scheiße, Icon bla, Icon dies. Und woher das von dem Veranstalter. Woher ne? weiß ich das? Ich weiß es über Künstler, die mit Rap LaRue Künstlern gut sind. Und genauso gehen auch die Informationen an Sammy, wie sie an mich kommen. Ja. Eine weitere Sache, die ich noch sagen wollte, der Colin hat ja gerade das Thema Abwerben angesprochen. Das ist auch ein großes Thema, was wir in der Vergangenheit sehr oft mitbekommen haben, aber nie thematisiert haben. Aber das thematisieren wir jetzt und das ist auch so ein großes Thema. Der Sammy geht bewusst zu Icon-Künstlern aus der Vergangenheit, die der mal zu Reactions gerufen hat, die mal bei Icon waren, und ruft die zu Rap LaRue. Und damals, als die Top 100 angefangen hat von uns und wir die öffentlich preisgegeben hatten, war ja Rap LaRue im Verzug. Obwohl Rap LaRue damals eher angefangen hat als wir. So, wann hat Rap LaRue angefangen? Ich glaube Januar, Februar oder März. Wir sind hingegangen und haben das entweder 1 oder 2 Monate später angefangen. So, das heißt, Rap LaRue hat viel eher angefangen, aber hat darauf gewartet, bis wir unsere Top 100 bekannt gegeben haben. Und deswegen haben die auch ihre Bewerbungsphase nochmal verschoben. Und deswegen haben die ihre Bewerbungsphase nochmal verschoben aufgrund dessen und haben abgewartet, wen wir preisgeben und haben dann daraufhin gezielt unsere Top 100 angeschrieben. Wir haben Chats, wir haben alles schwarz auf weiß.
Es wurde über den Rap LaRue-Account das gemacht. Es wurde über WhatsApp das Ganze gemacht. Alles schwarz auf weiß, hier Screenshots auf dem Handy. Und es war nicht nur ein Künstler, es waren mehrere Künstler. Und ein paar Künstler, die sich auch erst für Icon 5 entschieden hatten, sind dann auch plötzlich abgesprungen und sind dann zu Rap LaRue gegangen. Mhm. Was natürlich kein Problem ist, weil jeder Künstler kann seinen Weg frei entscheiden. Ja, es gab andere Künstler, die erfolgreich geworden sind. So, ja. Ist ja kein Problem. Dazu hinzuzufügen, was ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist, was viele Leute wahrscheinlich auch vergessen haben. Damals waren wir diejenigen, die den Künstlern das Go gegeben haben. Ihr könnt euch bei beiden Formaten bewerben. Richtig, ja. Was hat Rap LaRue gesagt? Das geht nicht. Ja. Man tanzt nicht auf zwei Hochzeiten. Entweder Rap LaRue oder Icon. Und da hat das Aber angefangen. Was war unsere Message? Wir haben gesagt, ey cool, kommt zu Icon oder geht zu Rap LaRue, schnappt euch eure Reichweite, geht zu dem anderen Format, schnappt euch noch mehr Reichweite, ihr werdet noch größer rauskommen. Und natürlich profitieren beide Formate dann dadurch. Aber Rap LaRue wollte das nicht. Und dann wird gesagt, warum macht ihr den Konkurrenzkampf? Richtig. Wir haben nie einen Konkurrenzkampf gemacht. Im Gegenteil, wir haben Sammy hierhin eingeladen. Mhm. Wir haben über Rap LaRue geredet, waren so quasi die Ersten in der Öffentlichkeit, die mit Sammy über Rap LaRue geredet haben, ein bisschen dafür geworben haben. Wir haben anschließend auf Bewerber reagiert und so weiter und so fort. Warum sollen wir einen Konkurrenzkampf draus machen? Das den hat doch bereits Sammy gestartet. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Bei Icon 4 war Sammy nie so hasserfüllt und sehr so Konkurrenzverhalten, wie ab dem Zeitpunkt, wo der gesagt hat, Leute, Rap LaRue geht los. Ab dann hat sich alles verändert. Und was hat er dann gemacht? Ich finde es auch sehr schade. Und was hat er dann gemacht? Er ist hingegangen, immer wenn bei Icon irgendwas war, hat er gesagt, ja, bei Icon so und voll. Ja. Aber Rap LaRue geht so. Also er hat im ersten Satz Icon schlecht gemacht und im Nebensatz hat er direkt Promo für Rap LaRue immer gemacht, so ein Seitenhieb, indem er Rap LaRue besser redet. Und das zu shit-talken, Und das ist doch Konkurrenzkampf, Bro. Mehr Konkurrenzkampf kannst du nicht machen. Richtig. So, und dann sagst du, ja, man soll sich nicht beschweren über Formate oder man soll beide Formate genießen. Mhm. Wie soll man es denn genießen, wenn du den Konkurrenzkampf startest und der Community weitergibst, ey, Icon scheiße, Rap LaRue besser. Und weißt du, was ich sehr schade finde, so die der LaRue Army, die waren auch alle mal ein Teil von Icon und ich weiß, dass sie auch Icon immer noch gucken. Mhm. So, aber die gucken Icon nicht mehr mit denselben Augen wie damals, weil die im Hinterkopf haben, ey, uns wird eingeprägt, dieses Icon ist Rap LaRue ist besser. Bro, am Ende des Tages, wenn du Icon cool findest, guck Icon. Wenn du Rap LaRue gut findest, guck Rap LaRue. Und so, ich finde auch die Künstler von Rap LaRue beispielsweise gut. Da sind einige Talentierte, mein Bruder. Aber ich habe die ganze Zeit diesen Hintergedanken, Sammy die ganze Zeit, der macht das und das und das und dann kann ich das leider nicht mehr so genießen wie vorher. Ja, ist so. So, wir sind einfach keine Menschen mit zwei Gesichtern. Wir können hier nicht vor der Kamera einen machen mit, ja, alles cool und dies und das, aber im Hintergrund werden Moves abgezogen und wir haben so voll die Diskrepanzen miteinander. Ja, so, weißt du, was ich meine? Das geht nicht, Alter, das können wir nicht. So, ich weiß, du kannst das so, deswegen hast du mir auch vor 2 Tagen geschrieben, wenn das zu viel wird für dich, blablabla. Versuchst jetzt einen auf, ja, wir sind im Hintergrund cool. Wir sind im Hintergrund nicht cool, Alter. Wir waren mal cool, wir hatten unsere Differenzen, haben ein paar Sachen aus dem Weg geräumt, aber es kommt immer mehr und es zeigt mir einfach so, du zeigst mir, wenn wir reden, so, du bist korrekt, aber auf einmal, wenn du in deinem Stream sitzt, eine Woche später, irgendwie macht ein Schalter Klick und dann ist dann gegessen, dass wir das geklärt hatten. Aber so. Dazu werden wir euch auch gleich Beispiele zeigen. Nicht gegeben war. Am Anfang war ja das Ganze noch so, ey, ich werde mein eigenes Format auch machen, Icon ist ein Format. Dann hatten wir ja Sammy sogar eingeladen, er war ja sogar bei uns und wir hatten sogar mit ihm zusammen über das Format Rap LaRue geredet. Also wir waren die Ersten in der Öffentlichkeit, die diesem Format auch mit Aufmerksamkeit gezeigt haben, weil er aber auch in der Vergangenheit auch Liebe für Icon hatte. Genau. So, aber und halten wir das irgendeinem vor? Halten wir das irgendeinem Menschen vor? Gehen wir wie Sammy im Gegenzug in die Öffentlichkeit und sagen, ich habe gegönnt. Mhm. Jetzt seit neuestem sagt er, ja, wir reagieren auf Shabab, weil ich ja gönne und wir gönnen Dreddys so, weißt du, weil wir sind Gönner. Wir sind nicht wie so, weißt du? Hm. Und Bruder, stell uns doch nicht in so eine Schublade, Bruder. Du weißt ganz genau, warum wir nicht reagieren. Und wir haben gegönnt. Guck mal, wir haben gemerkt, Bruder, du hast Liebe da gelassen. Du hast uns kritisiert, zu Recht. Dadurch sind wir auch gewachsen. Wir wurden kritisiert von anderen. Dadurch sind wir auch charakterlich gewachsen. Aber mein Bruder, sag doch nicht, dass wir nicht gönnen. Ja. So, wir waren die Ersten in der Öffentlichkeit nach dir. Du warst der Erste, der gesagt hat, Rap LaRue erscheint. Und daraufhin haben wir dich eingeladen, haben direkt dein Format promotet. Und danach haben alle anderen erst darüber geredet. Wir haben nicht einmal in der Öffentlichkeit gesagt, so wie du es drehst, ja, ich hab euch geschenkt, ich hab euch groß gemacht. Aber ab dann, als es dann hieß, ey, Rap LaRue geht los, fing dann dieses Thema an, Icon ist zwar gut, aber Rap LaRue wird besser. Und dann fing dieser Konkurrenzkampf auch innerhalb der Community an. Mhm. Ja. Das fand ich auch sehr schade. Und eigentlich, ich wollte nicht sagen, Walla, Icon war krass, aber Walla, wir sind krasser Amnesie-Team. Walla, wir sind krasser Amnesie-Team. Würdest du aber sagen, habt ihr sowas schon mal von uns gehört? Rap LaRue ist cool, aber Icon ist krasser oder was auch immer. So, nein. Also das, was wir immer sagen, Icon ist die Eins,
wir sind die krassesten oder was auch immer. Kannst du machen, aber wir vergleichen niemals mit Rappler Rü oder einem anderen Format. Oder nicht namentlich. So. Guck mal, dazu beizuführen, und das warte, ist so ein wichtiges Thema. Und das sagen wir seit Icon 4, also da gab es doch gar nicht Rappler Rü. Dankeschön. Seitdem sagen wir das. Ja, aber wir haben nicht einmal namentlich gesagt, ja, wir sind krass, aber wir sind krasser als. Ja, das macht niemals. Man nicht, Bruder. So. Sag, geh hin und sag, Rappler Rü ist die krasseste Show. Okay. So. Ist deine Meinung, weil du bist auch Unternehmer irgendwo, du versuchst dein Unternehmen hochzureden, aber versuch nicht irgendwelche anderen Menschen Shit zu talken. Vor allem redet er ja in seinen Streams sehr oft darüber, dass wir Neid in uns haben, weil jetzt gerade Rap LaRue hochgeht, Bro. Und dass wir deswegen die Reaktion runtergenommen haben, dazu kommen wir aber gleich, weshalb wir nicht mehr reagieren, dass wir halt Neid haben und bla bla bla. Aber Bruder, guckt euch doch mal diesen Clip an. Er sagt, Icon ist krass, aber Wallah, wir sind krasser. Mhm. So, wer hat den Neid in sich, Bruder? Mhm. Wir oder er? Ja. So, wann haben wir gesagt, dass wir krasser sind als Rap LaRü? Haben wir jemals diesen Vergleich gezogen? Nein. Warum? Im Gegenzug, wir haben das Format ignoriert. So, ich habe letzte Woche noch den Künstlern Props gegeben, Bruder. So, und wir haben das Format ignoriert. Wir sind gerade in einer Zeit, wir haben nicht mehr so viel Content wie zu der Hoch-Prime-Time von Icon. Ja. Und das ist ein normales Problem von jedem YouTuber. Jeder YouTuber kommt an die Stelle, wo der Content ausgeht. Das ist völlig normal. Wie gut würde das tun, jeden Montag einen Reaction hochladen auf Rap LaRü? Das spielt natürlich Reichweite und auch irgendwo Geld ein. Natürlich. Aber wir verzichten darauf. Ja. Wir verzichten darauf, weißt du? Hm. So, und wir versuchen, unseren Content anders zu gestalten, aber das auch nur wegen diesen ganzen Geschehnissen. Ja. Wir hätten gerne darauf reagiert. Ja. So, weil der Content würde jetzt gut tun, sage ich ehrlich. So. Aber das ist auch nur in unserer Interesse, weil wir für uns die Reactions machen. Ja, so. Also am Ende des Tages so, selbst wenn wir Geld verdienen würden mit diesen Reactions, aber wenn ich dann dadurch so quasi meinen Stolz zur Seite nehmen muss, habe ich keinen Bock drauf, richtig, Bruder. Richtig, dann ich auf das Geld. Wenn ich mit der Person einfach nicht klarkomme, dann gehe ich dieser Person aus dem Weg und dann denke ich mir nicht, ja, aber da ist doch Geld zu holen. Mhm. Mache ich nicht, oder Geld, Bruder, ist nicht alles. So, diese Denkensweise hat Sammy. Er weiß, dass im Hintergrund so viel ist. Er reagiert trotzdem, um das Geld mitzunehmen. Ja. Aber Bruder, ich denke mir, Geld ist nicht alles. Richtig. Du würdest Icon in den Schatten stellen? Nein, Bruder, ich würde sowas niemals sagen wollen. Okay. Weil ich will gar nicht die... Übrigens, das ist das Video auf unserem Kanal, wovon wir gerade geredet haben, mit wo Sammy das erste Mal bei uns über Rap LaRü reden konnte. Das ist unser Video. Das ist unser Video. Ganz wichtig zu erwähnen. Ich wollte nicht sagen, Walla Icon war krass, aber Walla, wir sind krasser Amenisikim. Walla, wir sind krasser Amenisikim. Würdest du aber sagen, du würdest Icon in den Schatten stellen? Nein, Bruder, ich würde sowas niemals sagen wollen. Okay. Weil ich will gar nicht diesen, ich will auch gar nicht keulen, das Gefühl geben, dass ich irgendwie hier so diesen Konkurrenzkampf Ding, so. Ich meine, wir haben euch jetzt... Und so ist Sammy wirklich. Das ist Sammy. So, wenn ich mit ihm privat rede, er ist genau so. Genau voll so. Korrekt, voll so zuvorkommend. Ja. Voll, du denkst dir, Walla, der ist voll korrekt, voll sympathisch, Digga, Weil, man versteht sich. Weißt du, wie das war? Der war sogar hier, wir haben sogar gesagt, ey, der ist voll lieb, der ist voll nett und so. Er sagt am Telefon, ja, nein, kein Konkurrenzkampf, dies, das, Ananas, so, bla bla bla, als Beispiel. Eine Woche später sagt er, Walla, wir sind krasser als Icon. Bruder, wie soll ich so einen Menschen verstehen? Bruder, weißt du, was ich meine? Mit welchem Gewissen sollst du darauf reagieren? Ja. Weil, wenn du, stell mal vor, du sagst A oder B zu einem Vorfall, zum Beispiel eine Fehlentscheidung, wird das zu deinem Gunsten gedreht und dann heißt es wieder, ja, die sagen das nur, weil die nicht gönnen. Ja. Ist so ein bisschen erzählt, was wir durchgemacht haben und wie Icon überhaupt zu Icon geworden ist. Und wenn dann jemand anders von außen kommt und sagt, hey, ich bin derjenige, ich habe euch groß gemacht, ich habe euch zu dem gemacht, was ihr jetzt heutzutage seid, ist das für mich so voll der Schlag ins Gesicht, weil das nimmt absolut von unserer ganzen harten Arbeit weg. Mhm. So, wenn uns irgendjemand geholfen hat, dann sind es die ganzen Künstler, mit denen wir in das Format reingekommen sind. Ja, das Team, jeder einzelne Kameramann, Leute außerhalb der Kamera. Und vor allem die Community. Die Community, viele Menschen aus dem Team sind tagtäglich schlaflos hinter diesem Projekt. Ja. Tagtäglich. Und das ist ein Projekt, das geht schon seit Jahren. Ja. Seit Jahren. Und wenn da jemand von außen dann kommt und sagt, ich hab euch gemacht. Nein, Bro. Nein. Du hast nicht gehasselt, du hast nicht geblutet, du warst nicht da, du hast nicht die schlaflosen Nächte mit uns durchgemacht. So, das ist unverschämt, Bruder. Also halten wir mal fest, wenn jemand dafür gesorgt hat, dass Icon groß wird, dann ist es Colin mit dem Icon-Team und euch als Community da draußen. Richtig.
Und natürlich die ganzen Reaction-YouTuber. Genau. Safe. Danke an jeden Einzelnen trotzdem. Nicht nur Sammy hat dazu beigetragen, dass viel Reichweite kam, sondern jeder. Ja. Und jetzt kann trotzdem jeder sagen, ja, aber Sammy seit Anfang an. Ja, trotzdem ist eine Reaction nicht ausschlaggebend dafür, dass das ganze Format wächst. Guck mal, dafür, dass das Format so groß geworden ist, ist es einfach ein Zusammenspiel aus allen Komponenten. Genau. Es ist nicht nur ein Sammy, der Icon groß gemacht hat. Er sagt manchmal, oder ich habe irgendwas da gelesen, Icon kommt aus Sammys Eiern. Bruder, so ein Quatsch, Alter, ja? Wie kann man sowas sagen, Bruder, ja? Aber auch das waren jetzt nicht die hauptsächlichen Gründe dafür, dass wir nicht mehr auf Rap LaRue reagieren. Hm. Weißt du, was ist denn der eigentliche Grund? So, kommen wir einmal zurück zur Bewerbungsphase von Rap. Guck mal, wir wollten uns dazu eigentlich nicht äußern, obwohl wir so viele negative Kommentare gegen uns gelesen haben. Ja, BZM, da sind abgehoben, Streams, platzen von Neid. Jeden Tag. Hast du nicht gesehen, andauernd im Stream. Wir wollten eigentlich uns dazu nicht äußern, weil wir nicht wollten, dass Fitna passiert. Ja. So, wisst ihr was? Ich meine, die Sachen, die im Hintergrund passiert sind, wollten wir nicht in die Öffentlichkeit tragen. Aber dann hat Sammy an einem Sonntag irgendein Video von seinem Cutter bekommen, worauf er reagiert hat. Und das hat einfach das Fass zum Überlaufen gebracht. Ja. Abgesehen davon wurde dann da von Seiten auf Null-Account unsere Mutter thematisiert und so weiter und so fort. Und das geht einfach über die Grenzen und das ist zu viel. So, und das hat dann auch nichts mehr mit Sportlichkeit zu tun. Richtig, das ist auch kein Spaß mehr, das ist auch nicht mehr witzig so. Und dann sind wir da, hingegangen und haben gesagt, ey, wir müssen uns jetzt äußern, es reicht. Weißt du, was ist denn der eigentliche Grund? Kommen wir einmal zurück zur Bewerbungsphase von Rap LaRue. Wir haben auf die Bewerber von Rap LaRue reagiert. Wir haben auf die erste Runde von Rap LaRue bis zur Folge 17, glaube ich, reagiert. Und das haben wir getan, obwohl wir mitbekommen haben, dass Sammy versucht hat, die komplette Top 100 von Icon abzu... Was geht ab, Bro? Die Rap LaRue-Seite meinte, dass man sich entscheiden muss. Das ist eine Nachricht, die wir bekommen haben von einem Künstler. Yeah. Und ihm wurde gesagt, dass er das nicht darf. Yeah. So, und ich weiß sogar, welcher Künstler das ist, aber ich werde das nicht sagen. Und das war einer von vielen. Mhm. Das war einer von vielen. So, das ist ein sehr wichtiges Thema. Zu werben. Und das haben wir nicht einmal angesprochen. Wir haben nicht einmal thematisiert. Wir sind damit nicht einmal an die Öffentlichkeit gegangen. Wir haben es für uns behalten. Warum? Weil wir natürlich niemandem was Schlechtes wollen. Weißt du? Richtig. Wenn er das getan hat, ist... Ja, aber dennoch haben wir unsere Möglichkeiten gefunden, um dem ganzen Ding auszuweichen. So. Und das ist so ein wichtiges Thema. In der Öffentlichkeit stehen wir zwei so falsch da, weil Sammy alles zu seinem Gunsten dreht. Und wir wissen, was für eine schlechte Absicht er hat und wie schlecht er im Privaten zu uns ist. Trotzdem sitzen wir hier und decken das Ganze nur auf, wie es in der Realität ist, anstatt Fitna zu machen oder wirklich noch Salz in die Wunde zu streuen. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn er die Chance dazu hätte, hätte er es getan. So, wir wollen das nicht. Wir wollen ihn nicht schaden. Wir wollen kein Fitna. Wir wollen einfach nur unser Ding machen. Ja. Wir wollen gemeinsam groß werden mit Icon. Wir wollen eine geile Show. Content liefern, mehr nicht. Wir haben keinen Bock an Beef zu wachsen und groß zu werden. Das prallt alles auf uns ab, obwohl wir nur bewusst es ignorieren, weil so viel Schlechtes im Hintergrund passiert. Also, wenn jemand Hack nimmt, dann wird unser Hack genommen bis heute. Ja, das Ding ist, wir haben dir auch nie was getan, Alter, ja? Es geht wir nicht nur grundsätzlich um Sammy, es geht ja auch um die Community, die so gedacht hat. Ja, ja, aber weißt das, du? Was ich Sammy sagen will, wir haben ihm nie was getan, Cousin. Nein. Wir haben nie was gemacht, definitiv. Alter. Kannst du die Folge entclaimen? Wir haben die Folge entclaimed. Obwohl er mich gestern noch beleidigt hat im Stream, habe ich heute seine Folge entclaimed. Mhm. So mäßig. Und das Ding ist, war ja in der Vergangen. Und das Ding ist, er hat sich ja bei dir gemeldet. Richtig. So, aber dass er mich beleidigt hat, er sagt nicht, ey Bro, ich bin gestern ausgerastet im Stream, sorry dafür. Damit ist die Sache für mich durch. Ich würde daraus kein Fass aufmachen. Habe ich bis heute ein Fass drauf ausgemacht? Nein. Aber im Gegenzug interessiert ihn die Folge Grünschalten. Grünschalten heißt im Umkehrschluss, damit er Geld verdient. Er hat negativ darauf reagiert, er hat Sachen geleakt, er hat Künstler geschadet, er hat respektlos darauf reagiert. Würde er nur seine Meinung sagen, zum Beispiel, boah, Jury, Fehlentscheidung oder boah, Künstler, nicht mein Geschmack, nicht gut, macht er nicht. Er macht sich witzig über die Künstler. Er versucht, aus dem Meme zu machen. Er versucht, die zu demütigen. Er versucht, das Format zu shit-talken. Mhm. Er versucht immer im Gegenzug sein Format und seine Künstler zu vergleichen. Bro, das hat nichts mehr mit Kritik zu tun. Das hat nichts mehr mit Kritik zu tun. Und trotzdem schalten wir deine Folgen grün, damit du uns nicht vorhalten kannst. Die gönnen mir das nicht. Ja. Die gönnen mir das nicht. Und einmal sind wir in ein Netzwerk beigetreten. Was ist da passiert? Die ganzen Folgen wurden ja bei Sammy Roth. Wichtig, hört jetzt zu. So, sehr die wichtig. Die ganzen Folgen wurden ja bei Sammy Roth. Ja. Aber nicht nur bei Sammy, sondern auch bei uns. Und bei wir werden das hier einblenden lassen. Und das ist deswegen passiert. Wir sind in ein Netzwerk beigetreten. Bei jedem YouTuber wurde alles rot geschalten, außer bei Icon. Und da musste individuell jede Reaction freigeschaltet werden. Was ist daraufhin passiert? Sammy hat die Fassung verloren. Er hat angefangen, aus Emotionen zu handeln. Und da hat sich sein wahres Gesicht gezeigt, er hat angefangen zu beleidigen. Ja.
Und das in seinem Stream. Und das war nachts um 4, 5 Uhr. 6 Uhr morgens. 6 Uhr morgens. Da waren nur 200, 300, 400 Leute drin. Da hatte der so ein Sellout. Da waren die meisten Leute schon am Schlafen. Mhm. Und da hat der dich beleidigt. Trotzdem waren wir danach gewollt, nachdem er das getan hat und eigentlich sein wahres Gesicht sich so uns gezeigt hat, mehrfach schon davor auch, haben wir trotzdem jeden Claim individuell zurückgezogen, nachdem der uns das geschickt hat, nachdem der uns geschrieben hat. Mhm. Er hat dir geschrieben, ey Bruder, das und das ist passiert. Was machen wir da jetzt? Ja, richtig. Er hatte mich beleidigt, so, und dann hatte ich ihm geschrieben, gibt's etwas, worüber wir reden sollen. Guck mal, du hast weil ich habe das mitbekommen. Guck mal. So, ich habe das nicht thematisiert. Ich habe nicht gesagt, ey, warum beleidigst du mich, sondern ich habe geschrieben, gibt's etwas, worüber wir reden sollen. Mhm. Weißt du? Einfach nur, damit sich die Sache beruhigt, damit er nicht noch weiter durchdreht, mhm, und ich habe halt gemerkt, es triggert ihn, weißt du, ihm geht natürlich auch Umsatz verloren, so, aber eigentlich der normale Weg wäre gewesen, er schreibt mir, ey Bro, meine Folgen sind rot geworden, was machen wir jetzt, ja, oder kannst du mir helfen? Aber nein, er hat gar nichts gesagt, er hat mich direkt beleidigt. Ich bin dann hingegangen, hab gesagt, ey, gibt's etwas, worüber wir reden, mhm, sollten? Dann hat er geschrieben, ja, meine Folgen sind alle rot geworden, was können wir dagegen machen? Genau. Hab ich gesagt, pass auf, schick mir die Links von De La Rue TV, Matt Villian, hab ich dann weitergeleitet ans Netzwerk, es wurde alles freigeschaltet. Richtig. Aber kam Sammy einmal auf die Idee zu sagen, ey, ich hab dich beleidigt oder was auch, mhm, immer, so, sorry dafür, ja, so, nimm nein, sportlich. Nein, es ging nur um nein, das Screenschalten. Es, guck mal, er hat auch nicht übertrieben beleidigt, er hat sich über meinen Körper so lustig gemacht, so, ist ja das okay, ist ja sportlich. Einblenden. Kann man sportlich sehen, aber, das Ding ist, es geht mir um das Prinzip, ich lass das entclaimen, mhm, für ihn, aber er spricht das nicht mal an, mhm, weißt du, und das hat mir in dem Moment gezeigt, ey, das ist ein voll der Falsche, mhm, so, weißt du, das passt einfach nicht zu mir und ich will mit so einem Menschen auch nichts zu tun haben, Bro. Definitiv nicht. Weißt du, so, wir halten uns einfach fern von vielen Menschen, von vielen YouTubern halten wir uns fern, weil wir einfach wissen, dass diese Szene sehr, sehr falsch ist und wir möchten mit diesen Menschen nicht in Berührung kommen, wollen wir einfach nicht. So, und wir haben halt gemerkt, dass Sammy extrem zwei Gesichter hat und deswegen haben wir uns mehr von ihm ferngehalten. Und dann sind wir hingegangen und haben dann die Reaktionen runtergenommen, plus auch die Videos, wo Sammy bei uns war, um Rap La Rue. Ja. Ab diesem Moment habe ich mich distanziert von Sammy De La Rue, weil ich ganz genau wusste, ey, es wird bald wahrscheinlich zu irgendeinem Fitner kommen, lass dich da nicht reinziehen, es geht jetzt schon los, halt dich distanziert, halt dich fern davon, lass dich gar nicht damit reinziehen. Mhm. Dazu zu ergänzen ist hier auch, es gibt ja auch andere Rap-Formate. So, wir haben auf Stu Stash in der Vergangenheit reagiert, wir haben auf Mois reagiert, obwohl gerade Mois auch sehr ein gefragtes Thema in der Öffentlichkeit ist. Ja, das war ja davor. Wir haben auf Champions League reagiert. Die haben auf 4-7 reagiert, weißt du? Und Casey Rebel hatte ja auch in der Vergangenheit mal den einen oder anderen Spruch in unsere Richtung bei Sammy da. Aber Bruder, das ist alles sportlich. Das gehört dazu. Wenn das deine Meinung ist, dann habe ich die zu respektieren. Das gehört dazu. Ich kann es nicht jedem recht machen, so, weißt du? Aber heißt das, ich nehme das offline? Wir haben alles online gelassen. Und wenn wir denken, wir sind die krassesten und wir sind so abgehoben, dann würden wir alles offline nehmen und nicht nur das. Ja. Das hat alles seine Gründe, warum es wir das. Es gibt immer eine Grenze, Bro. Richtig. Wenn du jetzt einmal was sagst, kann man sportlich nehmen. Aber Bruder, in jedem Stream, in jedem Video. Ja. Und immer wieder dieses, ja, bei denen ist schlecht, aber Rap La Rue. Weißt du, das, Bruder, irgendwann ist die Grenze überschritten, irgendwann ist das fast voll Cousin. So, so weißt und du, was auch, ich mein? so eine Sache, so zum Beispiel diese ganzen TikTok-Seiten, Aya La Rue und dies und das, die führen die ganzen Mods von ihm. Ja. Das habe ich alles mitbekommen. Diese Videos werden an den Cutter geschickt. Der Cutter liked die Videos immer, damit die wiedergefunden werden können. Ja, das ist Propaganda einfach. Danach wird das zusammengeschnitten, damit er Content hat und damit auch ihm zugleich geschickt shit-talked werden kann. Ja. Also das, Bruder, das zeigt doch alles. Mach dich lustig über Memes von dir, aber hör doch auf, in jedem Kontext immer irgendwas so, von eigen zu erwähnen oder nur zu weil zeigen. Du das lustig findest, heißt es nicht, dass wir das auch lustig finden müssen, Digga. Wir haben unsere Möglichkeiten gefunden, um dem ganzen Ding auszuweichen. So. Die Leute sollen sich gerne bei Icon bewerben, wenn sie möchten, können sich auch bei der Rap La Rue bewerben. Und im Endeffekt, lass uns lieber für den Künstler arbeiten, anstatt jetzt zu sagen, guck mal, wir haben das bessere Format, wir haben das bessere Format. Abgesehen davon ist dann der Sammy irgendwann hingegangen und hat angefangen, einfach Teammitglieder von Icon in seinem Stream zu beleidigen. Und der Stream ist jetzt schon ein paar Monate her, aber ich habe den kompletten Stream, hat ein Mod mir geschickt. Nachdem Icon den Vertrag mit YouTube-Netzwerk Content View unterschrieben hat, wurden alle Reactions automatisch vom System geclaimed. Das ist das, was ich gerade schon entkräftet habe. Ich wusste nicht, dass das an der Stelle kommt, aber genießt einfach. Die lassen alles Copyright claimen bei mir. Die haben vor 2-3 Tagen haben die jede einzelne Reaction von 1912 bis heute haben die Copyright sperren lassen.
Statt sich privat zu erkundigen, was vorgefallen ist, entschied er öffentlich live zu gehen und die Icon-Jury zu beleidigen. Also BZ. So. Und guck mal, wir haben nichts sperren lassen, Bro. Das ist der Algorithmus. Du bist doch Reaktions-YouTuber. Du reagierst doch auch auf Songs. Du wirst doch wissen, wie das läuft. Sony, wenn über Sony ein Song rauskommt, dann ist er automatisch im System. Genau. Und wenn du darauf reagierst, dann automatisch durch den Algorithmus wird erkannt, okay, da ist der Song von Sony drin. Copyright. Fertig. Ja. Und dann musst du natürlich hingehen. Dich melden. Und dich melden. Weil ich bin richtig auf Feuer, Bruder, gell? Ich hab so ein harzer Produzent, Waller, der geht live, Cousin. Erzählt irgendwelche schlechte Sachen über mich. Einfach B-Fett geht da rein und liked diese Stream und so. Ich guck mir jetzt extra, deswegen guck ich mir diesen Chirurgen an, der Fettabsaugung macht, Bruder, damit ich diese Video weiterschicken kann. Wenn ich so einen schwerst Übergewichtigen operiere, dann operiere ich den in so einer halb sitzenden Position. Ich hab den schon zwei, dreimal, hab ich den. Einmal, der kam bei mir in Stream, Bruder. Ich sag ihm, was ein Nomenreim, er konnte mir nicht antworten. Ich sag ihm, was BPM, er konnte mir nicht antworten. Ich kann einen 16er schreiben, das ist der Unterschied, Bruder. Wallah, ich kann, gib mir egal welchen Beat, schreibt er einen 16er, Cousin. Ich habe über 100 Millionen Streams. So, ich kann einen 16er schreiben, Cousin. Aber ich denk mir so einen hinterhältigen Nafri-Plan aus, so ein ganz abgefuckte in Keller schlafen, drei Tage auf 12 Joints, Bruder, mit so einer Pinnwand, Bruder. Ich fange die an aufzubauen, dann habe ich schon keinen Bock mehr. Dann mach ich einfach Stream an, ich mach meinen ganzen Plan kaputt und ich bin einfach nur hier und beleidige. Ich habe BZ geschrieben. Guck mal, das zeigt für mich einfach viel vom Charakter. So. Weißt du, anstatt dass du dich bei mir meldest und sagst, oder bei Icon oder bei Colin oder bei Emre, du hast von jedem die Nummer und sagst, ey, meine Folgen sind rot. Nein, du gehst in den Stream, du beleidigst, du gehst hin und drohst, weißt du sagst, ich werde jetzt voll die Pläne schmieden und ich werde dies und das. Ja, nee, das zeigt doch schon, dass du schon irgendwas in dir hast. Ja, nee, du hast auf den Moment gewartet. Du hast auf den Moment gewartet zu platzen. Ja. Vor einigen Tagen, Wochen, ey, Bruder, wenn das zu viel für dich ist, sag, weil für mich ist nur Spaß. Vor einigen Tagen oder Wochen, das war jetzt original vor 3-4 Tagen. So, und das war vor 3-4 Tagen, aber ich kann euch auch jetzt sagen, warum. Vor einigen Tagen haben wir eine Information bezüglich Rap Larue mitbekommen. Was im Hintergrund da passiert, der Sammy wird bestimmt wissen, warum. Daraufhin, und die Künstler wissen es auch. Und die Künstler wissen auch genau, wovon ich spreche. So, aber ich werde es nicht sagen, um keinen zu schaden, möchte ich nicht, ist nicht mit meinem Interesse so. Daraufhin hat der Sammy dich plötzlicherweise angeschrieben. Ganz plötzlicherweise. Du gehst hier, wir haben den Stream beendet. Ich war hier noch am Zocken, du bist rausgegangen und plötzlich kam die Memo. Direkt, als ich da war. Da waren wir in der Bewerbungsphase mit Sandro. Ja. Du gehst raus, kriegst die Memo. Ey, wenn alles gut ist, so, diese Memo, wovon er ja gerade redet. So, aber warum hat er das gemacht? Das ist ein gezielter Schachzug. Er hat mitbekommen, die Jungs wissen das, weil diese Jungs haben sich bei Sammy gemeldet und gesagt, die haben mir das erzählt und daraufhin ist er hingegangen und dann später in der Öffentlichkeit zu sagen, ey, ich hab doch BZ geschrieben, ist alles gut, ist alles sportlich, ich hab mich doch gerade gemacht und es ist doch nur alles sportlich, damit er das zu seinen Gunsten drehen kann. Und diese Spielchen, Bruder, die sind schon abgelaufen, weil du hast zu viel Schlechtes davor getan, um diese Karte jetzt zu spielen, mein Bruder. Ey, Bruder, wenn das zu viel für dich ist, sag, weil für mich ist nur Spaß, Bruder. Wenn er aber persönlich nimmt, sag mich, hör auf, Cousin. So, verstehst du? Weil, Bruder, wenn es zu viel ist, Bruder, sag, Cousin. Weil bei mir ist mal. Also, guck mal, du lässt ein Video von einem Cutter schneiden, ne, wo wir komplett bloßgestellt werden. Du reagierst drauf, Ju reagiert drauf und nur ihr beide reagiert drauf. Das Ganze wird auf TikTok hochgeladen von irgendwelchen Leuten, mit denen ihr wahrscheinlich auch connected die Mods, seid. Ja, die Mods. Und das ist alles Spaß. Leute in der Öffentlichkeit bloßzustellen, ist Spaß. Willst du mir das gerade sagen? So. Ist das witzig? Zu seiner Aussage. Kam eine Antwort von dir? Nein. Nein. Ich hab du hast den ignoriert. Ja. Und das thematisiert er nicht einmal. Ja. Und was heißt es, wenn du meinst, da ist gerade vielleicht heiße Luft und du meldest dich diesbezüglich, um das bisschen zu reduzieren, aber diese Person meldet sich nicht bei dir? Was heißt das? Diese Person ist abgefuckt, hat keinen Bock auf dich, der sieht es doch nicht so wie du, aber das war dir scheißegal. Du hast dich nicht einmal darum gekümmert, nicht angerufen, nicht gemeldet. Du hast dich erst gemeldet, nachdem sein TikTok kam, dass Sonntag was kam. Da hast du ihn zweimal angerufen und ihm drei Nachrichten geschrieben, ob es jetzt persönlich wird, warum das jetzt passiert und hast angefangen zu zittern. Aber davor, als es ihn wirklich verletzt hat und er nicht geantwortet hat, hast du so in die Öffentlichkeit getragen, Bruder. Das bestätigt wieder alles. Nur Humor, Cousin. Weißt du, nur Humor. Persönliches. Ich mach nichts Ding. Ich bin immer so versuch auf Low-Key. Bisschen da, bisschen da. Also ich merke, Digga, das geht wirklich auf deren Psyche. So, und danach war ich einfach nicht mehr gewollt,
ne, so einem Menschen zu supporten. Weil er beleidigt mich in seinem Stream, aber am nächsten Tag schreibt er mir, ey Bro, kannst du das Video von Icon für mich entclaimen lassen? Weißt du, dieses Thema, dass er mich beleidigt hat, das spricht er nicht mehr an. Da fühlt man sich leicht verarscht, weil einerseits ist der privat so und in der Öffentlichkeit ist er so. Und ich will gar nicht dieses Ganze in die Öffentlichkeit bringen, auch wenn wir es jetzt leider getan haben, aber da gibt es sehr, 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 sehr viele interne Sachen, die ihr in der Öffentlichkeit nicht wisst. Und ich lege meine Hand dafür ins Feuer, wenn wir diese ganzen Sachen, die wir seit eineinhalb Jahren gegen Sammy aufgesammelt haben, aufgeschrieben haben, ob's Videos, ob's Streams, ob's TikToks, ob's Aussagen, egal was in die Öffentlichkeit bringen, werdet ihr Sammy mit ganz anderen Augen sehen als wie aktuell. Das verspreche ich euch. Aber ja, das sind auch keine leeren Worte. Ja. So, und das ist nur noch eine Frage der Zeit. Ich muss das gar nicht mehr erwähnen. Hm. So, die Verträge laufen aus. Da sind viele gewollt. So, viele Leute haben sich schon an uns gewendet. Viele haben interne Sachen an uns gebracht. Ja. Sehr viele Künstler werden in der Öffentlichkeit anders dargestellt, obwohl die schon lange, lange, lange frei sind und sonst was. Da sind einige Sachen. Und so. Guck mal, der Sammy versucht auch uns so als Lügner darzustellen. Ja. Weißt du, ja, der Govale und dies und das. Und ich habe dazu schon einen TikTok gemacht, ich habe das bereits erklärt, weißt du, kümmere dich doch erstmal um deine eigenen Baustellen, weißt du, alles, was du in der Öffentlichkeit sagst, entspricht auch nicht der Wahrheit. Richtig. Beispielsweise das mit Avi. Mhm. Sollen wir Avi mal anrufen? Salam alaikum, Avi. Alaikum salam, Bruder. Ich will den Künstlern damit nicht schaden, aber Bruder, okay. Ein Blinder, ein Dummer erkennt das. Abgesehen davon, ne, der Sammy hat mich kurz vor dem Finale von Rap La Rue, hat er mich angerufen. Er wollte, dass ich mitfliege nach Marrakesch ins Rap La Rue Finale und mich dort einbringe. Ich habe dem Ganzen abgesagt, dann dreht er sein Finale ab und ich sehe einen TikTok-Clip, ja, Icon war krass, aber Walla, wir sind krasser, schreit er da rum. Und ich soll jetzt hingehen und einen Tag später auf Rap La Rue reagieren? Ich bitte dich, ich habe eine andere Sache. Das ist auch so eine Sache, die niemand weiß. In der Öffentlichkeit heißt es, ich mache mich lustig über BZ und sorgt durch seine Provokationen in der Öffentlichkeit, dass viele aus seiner Community und auch viele Zuschauer gewollt sind, dich mitzuhaten, sich darüber lustig zu machen und sonst was. Es prallt aber alles ab, mein Bruder, weißt du? Wir sind schon lange darüber gewachsen, über diese peinlichen Kommentare. Dich danach zu fragen, ist hart, dass du mitkommst und dann in der Öffentlichkeit das nicht mal zu sagen, dieses, habt ihr Bock, dass ihr irgendwelche Leute Special Guests einladen und sonst was, oder zu sagen so, ey, weil der kündigt ja auch sonst jemanden, ich hab Case Rebel eingeladen, ich hab den eingeladen. Aber warum hat er das nicht bei dir gesagt? Weil wenn er das in die Öffentlichkeit trägt, dass er dich eingeladen hat und du absagst, dann steht er peinlich da. So. Und das war ein gezielter Schachzug, warum er es nicht getan hat. Ich hab ihm auch nicht abgesagt, damit es ihm peinlich ist. Nein, definitiv, aber es hätte peinlich werden können. Richtig. Wir wurden auch schon von anderen Juries angefragt. Genau. Haben wir auch abgesagt. Genau. Weißt du, aber ich verstehe halt den Punkt nicht, dass immer wieder gesagt wird, ja, es sind YouTuber, sind keine Rapper. Aber dann wird sich beschwert darüber, dass wir nicht auf deren Folge reagieren. Ich dachte, wir haben keine Ahnung in deinen Augen. So. Ich dachte, wir haben keinen Plan von nichts. Warum beschwerst du dich dann darüber oder bist dann indirekt sauer darüber, dass wir nicht auf deine Folgen reagieren? Wir können doch eh nichts beifügen, deiner Meinung nach. So. Und abgesehen davon, warum lädst du mich dann mit ein? Ja, wenn richtig. Ich doch eh keinen Plan von nichts habe. Ja, eben. Sache. Wir haben ja auch mitbekommen, während wir reacted haben, paar Icon-Künstler sind mit paar Rap La Rue-Künstlern gut und da kriegt man sowas ganz schnell mal zu hören, weißt du? Und da kommen wirklich Künstler dann zu mir und sagen, Bruder, du reagierst gerade auf einem Format, bei dem Format wird am Set gesagt, ja, kommt mal schneller ans Mic, wir sind hier nicht bei Icon. Und andauernd wird von Sammy scheinbar und vom Team von Sammy den Künstlern bei Rap La Rue eingetrichtert, dass Icon ist, Icon dies, Icon das. Und ich finde, es ist halt ganz wichtig, da an der Stelle nochmal festzuhalten, faire Konkurrenz ist cool. Yeah. Wir lieben das. Alter, auf es gibt Fall. Summer Jam mit Scorpion Bars, Nice or Scheiß von Mois. Stu Stash. Seven. Es gibt ja so viele Formate und wir feiern die alle, ey. Ja. Wir haben kein Problem damit. Wir lieben das. Wir würden uns lieben, auch für euch, so den Content für die Reactions mitzunehmen. Das ist alles gut, aber weil es halt auf eine faire Art und Weise passiert, so das ist
ja auch irgendwo eine Konkurrenz, aber es ist nicht dieses Ekelhafte. Ja, so. Richtig. Safe, und das ist gut gesagt. Wir haben es gerade auch, glaube ich, schon angesprochen. Aber Leute, ihr müsst euch vorstellen, wir machen Reactions, wir machen Vlogs und so weiter und so fort. Und Rap-Larue-Reactions würden perfekt in unseren Content-Plan reinpassen. Oder 100%. Das wäre doch babamäßiger Content. Ja. Was sagst du so zu Rap-Larue? Okay, kommen wir kurz zu Rap-Larue, weil einige hier fragen, ihr seid neugierig. Guck mal. Ich freue mich auf Rap-Larue. Rap-Show, Bruder, geil. Weil das brauchen wir in Deutschland. Das ist für uns alle geil. Für euch Zuschauer, ihr habt was zu gucken. Deutsch-Rap profitiert einfach, die komplette Industrie. Und wir YouTuber sowieso, Reaction-YouTuber. Wisst ihr, was ich meine? Ja, nee. Win-Win für alle. Vor allem, wir haben damals schon auf die Bewerbung reagiert. Wir hätten jetzt so viele Videos machen können, die besten bisher. Ja. Wir haben so viele Ideen. Safe. So. Aber Bro, jetzt ist der Zug abgefahren. Aber es wurde leider kaputt gemacht, so von Sammy. Weißt du, so, ich kann das einfach nicht. Und das Ding ist, die Künstler beschweren sich ja über uns. Ja. Die zeigen mit den Fingern auf uns. Ja, obwohl derjenige, der Schuld hat, der Sammy ist. Also an die ganzen Künstler von Rap-Larue, wenn ihr euch beschweren möchtet, dann beschwert euch bitte nicht bei uns. Es tut uns leid, dass wir darauf nicht reagieren können. Wir würden es gerne. So, aber wir können es leider nicht wegen diesen ganzen Geschehnissen. Ja, auch irgendwo eine Konkurrenz, aber es ist nicht dieses Ekelhafte. Ja, richtig. So. Wir haben eine Liste, ich habe hier vor mir eine Liste von Dingen, die Sammy für die letzten anderthalb Jahre über uns negativ geredet hat. Richtig, ja. So. Und diese Negativität wiegt aber auch viel. So, richtig. Schwer, weil wir tragen das die ganze Zeit mit uns rum. Mhm. So mit Und Moment, guck mal, bevor wir jetzt hier weitermachen, ihr sollt euch bewusst sein, wir sind jetzt schon hier über 2 Stunden in der Reaction. Wir wissen das alles, wir schlucken das alles, aber sagen die ganze Zeit nichts. Mhm. Wir reden über nichts. Wir tun es, als wenn alles gut wäre. Mit jedem neuen Clip, der dazukommt, mit jedem Gespräch oder mit jedem Kommentar oder was auch immer, baut sich das auf und das ist wie so ein Berg von der einfach auf uns lastet. Richtig, richtig. Und die Lawine ist jetzt geplatzt quasi. Weißt du, du weißt es ja selber, bei Icon 5, die Künstler wollten sich auch so oft äußern, als was gegen die Künstler gesagt wurde von Sammy. Und wer hat zu denen gesagt, ey Jungs, drauf, sagt nichts, wir brauchen nichts dazu sagen, macht einfach weiter. Richtig. Das waren wir, das Icon-Team. Und so viele aus der Community von ihm denken ja wirklich, wenn Sammy was sagt, es ist Gesetz, es ist so, wie es gesagt wird und keiner traut sich, was zu sagen. Mhm. Ist nicht so, wie ihr denkt über Sammy. So viele Leute haben ihn privat angerufen und er hat dann auf einmal angefangen, positiv zu reagieren auf den einen oder anderen, auf den der ab Runde 1 angefangen hat, negativ zu reagieren. Auch so ein gezielter Schachzug damals von Shabab. Warum hat der damals Shabab geshit-talkt? Warum? Weil der sehr viel Reichweite ab der Bewerbungsphase eingebunden hat. Und damit Sammy den ja wieder runterhält und sagt, ey Leute, ist gar nicht so krass, damit die Leute sagen, boah ja, okay, wenn Sammy sagt, dann hat der recht. Das hat der immer bewusst versucht. Was hat der noch gemacht? Er hat sich die Reaktionen vorher angeguckt, und das haben wir auch schon bestätigt bekommen, von den ein oder anderen Gästen. Dann hat der darauf reagiert. Der hat dann die Künstler gut geredet, die wir rausgeworfen haben, um uns ins schlechte Bild zu rücken. Das hat der immer gezielt gemacht und der hat alles dafür getan, egal was, in jeder Reaktion, dem kompletten Team von Icon zu schaden. Ich möchte noch was hinzufügen, das ist mir jetzt gerade eingefallen. Wie gesagt, Leute, das ist so eine Sache, das ist schon seit einem Jahr am Kochen und wir werden mit Sicherheit einige Dinge vergessen, hier zu thematisieren in diesem Video, so, weil es einfach viel zu viel ist. So. Aber jetzt gerade ist mir eine Sache noch eingefallen, die ich hinzufügen muss zu den Reaktionen, weshalb wir nicht mehr reagieren. Wir haben ja reagiert und so, wenn wir zum Beispiel Dinge kritisiert haben oder wenn da eine Sache war, eine Entscheidung, wo wir gesagt haben, ey, ich finde, die Entscheidung ist nicht so cool. Wie er. So falsche Entscheidung. So wie jede Reaktion. Hat er ja auch gemacht. Genau. Weißt du? Und er hat auch Titel gemacht, Fehlentscheidungen und so. Ja, weiter. Er ist aufgesprungen und sonst was. Ja. Haben wir genauso gemacht. Ja. Weißt du? Also, wenn wir der Meinung waren, da war eine Fehlentscheidung, haben wir auch gesagt, das ist eine Fehlentscheidung und haben es auch in den Titel geschrieben. Fehlentscheidung bei Rap-Larue oder was auch immer. Genau. Ich habe sehr oft Anrufe bekommen. Beispiel, als wir in einer Folge Haaland kritisiert hatten. Folge 4 war das. Ich weiß nicht mehr genau, welche Folge. Runde 1, Folge 4. Ich weiß alles noch. Okay, kann sein. Ich will nichts Falsches sagen. Auf jeden Fall hatten wir Haaland kritisiert in einer Folge. Am Abend habe ich dann eine WhatsApp-Nachricht bekommen, das ist nicht cool und so weiter, wie ihr reagiert habt, blablabla. Und wir haben dann telefoniert. Ich habe ich habe auch Nachrichten bekommen, nicht nur du. Okay. Ich habe auch Nachrichten bekommen und mir wurde geschrieben, eure Reaktion ist auf Krampf kritisieren, finde ich gar nicht cool, aber hey, macht wie ihr meint, ich schaue mir mal später eure Reaktion live im Stream an. Ja. Warum macht er das? Was macht er gerade mit Khan? Wenn ein Khan in der Öffentlichkeit sagt, ich finde Icon gut und Rap-Larue nicht,
dann ist das deine Meinung, mein Bruder. Mhm. Was macht aber Sammy? Er macht aus dem diese Eier-Memes und Shit-Talk den und hatet den und durch die Reaktion im Stream sorgt er dafür, dass jeder auf Khan aufspringt. Guck mal, das hat er mit uns versucht. Das zeigt einfach, er will nicht, dass irgendjemand sagt, Icon ist besser Richtig. Als Rapper Rue. Er kommt darauf einfach nicht klar. Ja, weißt du? Und fragt euch mal, so. Warum es nur positive Reaktionen auf Rapper Rue gibt. Aber, was ich sagen wollte, guck mal, an dem Telefonat mit Sammy hat er mir unterschwellig rübergebracht, dass Leute sich auf den Weg machen wollten zu uns. Wegen unserer Reaktion. Ja. Weil die kritisierend war. So. Und wo soll jetzt meine Motivation sein, weiterhin auf das Format zu reagieren und meine ehrliche Meinung abzugeben, so. Bruder? Also uns so. Wird indirekt gedroht mit anderen Wegen außerhalb dieser YouTube-Welt. So, wenn wir in der Folge 4 schon diese Erfahrung machen, wo soll es dann im Finale enden? Abgesehen davon, guck mal, wenn wir doch auf die Folgen nicht mehr reagieren, dann merkst du doch, ey, da muss doch irgendwas sein. Mhm. Meld dich doch. Ja. Ruf doch an. Du schreibst doch, stolz, du schreibst doch sonst für alles. Ja. Wenn ein Claim drauf ist, wenn dies ist, dann schreibst du immer direkt. Ja. Ja, aber das ist ja nur ihm zugute. Richtig. So, aber wenn es dann darum geht, was zu klären, dann denkst du dir Scheiß drauf. Da bin ich, da denkt er ist der Größere. Und zu ergänzen zu den ganzen Reaktionen, wir reagieren ja seit Runde 1, Episode 17 nicht mehr. So, wir haben komplette Runde 2 geskippt. Wir haben dann nicht darauf reagiert und auch nicht Finale. Mhm. Seit wann wurde das aber ein Thema? Seit wann wurde Sammy erst wichtig? Seitdem die wichtigsten Folgen des Formates ausgestrahlt worden sind. Und die Villa-Folgen sind immer von einem Format das Wichtigste. Und seitdem hat es ihn gejuckt, warum wir nicht reagieren. Warum hat er das nicht bei Runde 2 erwähnt? Warum nicht bei Runde 1 danach? Warum hat er das erst ab Finale thematisiert? Und warum erst die ganzen Künstler? Weil erst ab dann der ganze Hype kommt und das die wichtigsten Folgen sind. Und erst dann wird es relevant. Aber davor war es ja egal. Guck mal, ich rede auch offen und ehrlich mit euch. Ich hätte gerne auf Rap LaRue. Definitiv. Walla, gerne, mit Herz. Ich hätte richtig Bock darauf gehabt. Aber so, nachdem das alles passiert ist, könnt ihr euch selber vorstellen, wie viel Lust wir noch hatten, auf das zu reagieren. Wir haben einfach immer dafür gesorgt, dass von uns aus keine Negativität ausgestrahlt wird, weil Colin es so wollte. Genau. Und ich challenge euch jetzt, das ganze Internet zu durchsuchen. Ihr werdet keinen einzigen Clip finden, wo ein BZ, ein Emre oder ein Xandro irgendein schlechtes Wort über Sammy oder Rap LaRue in den Mund genommen hat. Ja. Für anderthalb Jahre. Eineinhalb Jahre, obwohl wir die ganze Zeit in Scheiße begraben wurden. Und du sagst es, wir haben nicht mal das Format Rap LaRue in den Mund genommen. Guck mal, jetzt wichtiger Punkt. Wir haben zwar darauf reagiert, aber als wir dann ab Runde 1, Episode 17, ab der 18. Folge haben wir nicht mehr darauf reagiert. Also seit Runde 1, und das Thema ist ja jetzt gerade erst am Brennen, weil das das Finale ist und weil das die wichtigsten Folgen sind. Aber Runde 1 hat es noch keinen interessiert. Mhm. Aber was ich damit sagen will, ab diesem Moment haben wir nie wieder das Format Rap LaRue in den Mund genommen. Wir haben immer gesagt, das Format von Sammy. Ja. Wir, so, um das Format gar nicht mehr zu erwähnen. Gar nicht mehr, in keinem Kontext. Ich hab eben auf WhatsApp mal geschaut. Guck mal! Und Leute halten uns vor, dass wir Sammy oder Rap LaRue schaden wollen oder angreifen wollen, weil wir sagen, Sonntag gehört 18 Uhr Icon. Das war seit Icon 3 so und es ist auch weiterhin unsere Meinung. Und so, und das ist, wir sind auch irgendwo alles Businessmänner. So, Nike würde auch nicht sagen, morgen kommt ein Pulli, der ist aber nicht so gut. Natürlich sagen die, das ist der Beste, obwohl die wissen, wie die Sachen sind und sonst was. Und das ist einfach der Move dahinter. Ich habe gesagt, Sonntag 18 Uhr gehört Icon. Ja, und? Hätte ich gesagt, Sonntag 18 Uhr gehört Icon, vergisst Rap LaRue, würde ich verstehen, okay, ich hab Rap LaRue, also ich hab gesagt, guck nicht Rap LaRue oder sonst was. Ich hab doch nur gesagt, Icon gehört Sonntag 18 Uhr. Was hat er daraufhin gemacht? Icon ist die Eins, Icon ist die gehypteste Rap-Show in Deutschland. Ja. Ist das ein Angriff gegen Sammy? Das ist unser Slogan, mein Bruder. So? So, hol dir dein Hype, die gehypteste Rap-Show, Bruder. Weil ich war, als Sammy Rap LaRue angekündigt hat, war ich erst sehr positiv, genauso wie auch. Wir haben gedacht, ja geil, Alter, es kommt was Neues. 100%. Wir freuen uns. So. Abgesehen davon hieß es ja bei der ersten Einladung auch noch von Sammy, ja, ich werde komplett eine andere Show machen als Icon. Mm. Es wird sich gar nicht ähneln. Es soll was komplett Eigenes werden und was ganz anderes. Ja, keine Top 100. Er wollte ja ein ganz anderes System als Icon machen. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, Rap LaRue wird geil. Wie hast du dir das so vorgestellt? Hast du so ein Studio oder? Also, ich denke gerade, kriege ich Ärger, wenn ich das sage. Es wird keine Icon-Kopie so. Ich will keine Sprachmemos oder sonst was von Sammy leaken. So, ich mach das nicht, ich finde, das gehört sich nicht in der App. Guck mal, und dazu muss ich auch einen Punkt sagen. Guck mal, einer bringt das Format auf YouTube Blind Date raus.
und direkt eine Woche später gibt es 10 weitere Formate, die 1:1 sind wie Blind Date. Richtig. Nur auf verschiedenen Kanälen. Genau. Also, dass YouTuber sich gegenseitig kopieren, ist kein Geheimnis. Nee. So. Nee, nee, nee. Und auch, dass Sammy sich an Icon inspiriert hat und das ein oder andere viel kopiert hat. Tamam, hat er gemacht. Aber dann stell es doch nicht so hin, als wenn wir dich nachmachen oder als wenn wir die Schlechten sind oder als wenn du dann besser bist als wir, Bro. Das ist nicht cool, wenn du dich doch an uns inspirierst, wie kannst du dann besser sein als wir? Guck mal, und ergänzend zu Ausgabe. Warte, sorry. Alles es geht mir nicht darum zu sagen, Icon ist besser oder Rap LaRue ist schlechter oder was auch immer. Das will ich damit nicht das sagen. Das haben die Leute zu entscheiden. Wallah genießt beide Formate und das sagen wir schon seit Anfang an. Wir haben von Anfang an das allererste, was wir gesagt haben, als wir gehört haben, Rap LaRue kommt. Geil. Das fördert die Künstler, das fördert die Rap-Industrie und das fördert natürlich auch unseren Content. Ganz YouTube. Zu ergänzen zu deinem Thema, ne, es ist ja gar nicht was Schlimmes, dass du sagst, ich habe mich daran inspiriert. So, es ist ja sogar was Cooles so. Du gibst Hack, du gönnst Respekt und sagst, ey Jungs, ihr seid cool, ich mache jetzt auch so mein Ding. Und daraus hätte ja eine Kollabo resultieren können. Wir waren gewollt und diese Memo von Colin wird es euch jetzt bestätigen. Nach der Memo werden wir euch noch 1-2 weitere Sachen sagen. Aber was macht Sammy darauf hin? Was er sagt, wie er auf die Idee gekommen ist, Rap LaRue zu machen? Also ich habe gesehen, was die Labels machen. Also ich habe angefangen damals mit Musik, ich bin bekannt geworden. Und irgendwann habe ich gesehen, Digga, da sitzen irgendwelche alten 6-Jährigen und die bestimmen über deinen Vorschuss. Die denken, die wollen dich zum Star machen. Richtig, die haben die Marketinglösung und so. Und ich denke mir, Digga, das funktioniert so nicht. So, ich weiß, wie die Jugend denkt und ich weiß, was man machen muss. Und dann habe ich mir gedacht, hey, ich mache einfach ein eigenes Rap-Format. Aber hier ist die allererste Sprachmemo, wo ich wusste, so, okay, Rap LaRue geht los, die ich an Sammy geschickt hatte. Und ich bin auch ganz deiner Meinung. Ich denke auch nicht, dass das so auf Konkurrenzdenken sein muss. Richtig. Weil wir können sicherlich auch Sachen zusammen machen, die halt Sinn machen. Ich schwöre hundertprozentig, irgendwann wird es ein Icon Rap LaRue Kollabo geben, so ein Special, und das wird alles weghauen. So. Wichtig. Also wir waren damals schon gewollt, gemeinsam mit Sammy zusammenzuarbeiten. Ja. Obwohl du nicht wusstest, was das für ein Mensch ist. Obwohl du wusstest, es ist irgendein außenstehender Mensch. Es ist nicht Familie, Freund, irgendwas. Mhm. Du hast ihm vertraut, dein jahrelangen Hustle zusammen abzugeben und zusammen daraus eine Kollabo zu machen. Mhm. Und heute wird einem vorgeworfen, dass wir nicht gönnen und Brot wegnehmen. So, und das ist so ein großes Thema, weil viele wünschen sich das. Viele sagen, boah, wie geil wäre das. Viele sagen, boah, stell mal vor, der gegen den. Wäre zu 100%. Stell dir mal vor, Amen gegen Shabab. Stell dir mal vor, der gegen den. Wie krass das wäre, Top 5 gegen Top 5. Heute wollen die das. Heute sitzt Casey da mit Summer. Und jetzt auf einmal heißt es ja, wenn die Eier haben. Guck mal, pass auf. Der Gewinner von Rap LaRue, wir holen den zur Champions League. Dann holen wir, wenn Icon Bock hat und natürlich auch Eier hat, ne? Holen wir den Gewinner von da, holen wir auch zur Champions League. Weißt du? Oder guck mal. So, Bro, wir haben euch das doch vorher angeboten, bevor das ganze Thema überhaupt angefangen hat. Bevor Rap LaRue angefangen hat, hat Colin schon, obwohl er so weit war nach Bobby Hits und noch den, nach dem, nach Dorian und sonst wen, hat er gewollt, Sammy sogar mit ins Boot zu nehmen und daraus eine Kollabo zu machen. Aber wer wollte es nicht? Gott wollte es nicht. Weil wäre es dazu gekommen, dann wäre es wahrscheinlich früher oder später ganz groß eskaliert. Dazu muss ich sagen, jetzt auf einmal wird darauf beharrt, weißt du? Aber dann vor Monaten hat man nicht mal eine Antwort darauf bekommen. Weißt du, ja, und meine? Das ist das. Also Rap LaRue oder Sammy wollte sich ja von Anfang an von uns distanzieren, indem die gesagt haben, ihr dürft nicht bei beiden Turnieren teilnehmen. Und auch darauf kam keine Antwort. Des Weiteren haben wir ja auch im Hintergrund sehr oft Annäherungsversuche gemacht. Richtig, wir wollten uns sehr oft mit ihm vertragen. Es gab auch im Hintergrund manchmal Diskrepanzen. Die haben wir dann telefonisch geklärt, dann war alles gut. Und nach einer Woche ist dann wieder irgendwas in seinem Stream, wo er wieder irgendwas gegen uns sagt, so weißt du. Dementsprechend sind wir jetzt an dem Punkt angelangt, wo wir sagen, wir halten Distanz. Wir möchten es nicht mehr und jetzt geht die Distanz von uns aus. Richtig. So. Und jetzt wird uns vorgehalten, dass wir da nicht gönnen. Das ist nicht cool, Bruder. Wird cool, so geil, Alter. Icon, Rap LaRue, wie krass ist das? Die krassesten Künstler von Rap LaRue, die krassen Künstler von Icon. Wäre interessant. Wir haben auch darüber gesprochen. Wir haben auch stell mal vor, gesprochen. 50 Besten von Rap LaRue mit 50 Besten von Icon, aber heute Bruder, ist das Thema Geschichte. Das würde, Hammer. Das würde komplett Deutschland auseinandernehmen. Safe. Bruder, das wäre der Move des Jahres gewesen. Safe. Bruder, das hätte Dimensionen gesprengt. Aber jetzt ist der Zug leider abgefahren, Bruder. Wie es ist, da sind auch wirklich
sehr, sehr talentierte Künstler in dem Format, ne? Ja, also das ganze Video hier, also nicht, dass die Künstler sich davon irgendwie abgeschreckt fühlen oder angegriffen fühlen. Es geht sich hier nicht zu 1% nicht um die Künstler. Nein. Wirklich, da sind super talentierte Künstler bei, teilweise auch Stars, muss man sagen. Aber es ist wirklich von einer Person, die das Ganze so wirklich in dieses Negative lenkt. Und das ist echt schade, aber jetzt sind wir leider an diesem Punkt, wo wir uns leider äußern müssen. Und guck mal, Leute, wir hoffen, dass dieses Video nicht gestrikt wird von Sammy, denn auch das hatte er uns bereits geschrieben vor einigen Tagen, dass er hofft, dass wir nicht sagen, wofür wir dann gestrikt werden oder dass oder es in einem Anzeige Recht, kassieren. Oder dass es in einem Rechtsstreit endet. Das wollen wir natürlich auch nicht. Es gäbe natürlich auch viel mehr, was wir an die Öffentlichkeit tragen könnten, aber wir wollen dir nicht schaden. Wir wollen auch deinem Format nicht schaden. Im Gegenteil, wir wollen das Gegenteil erreichen, dass du uns einfach zukünftig in Ruhe lässt. Wir lassen dich in Ruhe, was wir sowieso tun. Und jeder macht sein Ding. So, dann ist doch alles Friede, Freude, Eierkuchen, Bro. Mach dein Ding, lass uns unser Ding machen. Was ich dazu sagen muss, guck mal, was viele Leute auch nicht wissen, was mir einfach so Dreistigkeit zeigt. In irgendeiner Rap-La-Rue-Folge, ich weiß nicht mehr genau welche, wurde der Amiga-Beat genutzt. Von, ja, richtig. Von Breel BGC, und... Breel, Nuhat und noch einem. Ja, ich weiß nicht mehr genau. So. Und der hat, der Sammy hatte dann Copyright auf seiner Folge. Genau. Weil der Beat ja zuvor bei uns genutzt. Genau. Der Sammy reagiert auf das Video, wo wir komplett lächerlich gemacht werden. Hm. Lacht sich darüber kaputt in seinem Stream. Icon 5 entschuldigen. Was? Bei Kindern entschuldigen. Was? Kollegen, ne? Ihr habt eindeutig den besseren Song gemacht. Und ja, beim nächsten Mal gebe ich die Zeit. Was laberst du? Baby. Rap La Rue! Macht Junge. Rap La Rue! Hat Brä, Junge. Rap La Rue! Nicht mit uns. Okay, was geht, La Famille? Also. Ich habe viele Kommentare gesehen, sehr, sehr viele Kommentare gesehen bezüglich. Ein Tag später schreibt er mir, als wenn nichts gewesen wäre, als wenn nie was war. Ja, Cousin, auf meiner Folge ist Copyright drauf, könnt ihr die freischalten wegen dem Amiga-Beat. Richtig. Als wenn nie was gewesen wäre, er thematisiert nichts und schreibt mir dann noch. Und er schreibt nicht nur mir, er palabiert das ganze Icon-Team. Ja. Chanel, Sarah, Pete und so weiter und so fort. Was haben wir dann daraufhin gemacht? Obwohl wir wussten, die haben denselben Beat von Icon genutzt und es ist ja ein Freebeat gewesen. Klar, verständlich, war kein Beat, den jemand selber produziert hat von uns. So, aber trotzdem finde ich das nicht cool, dass man denselben Beat nutzt. Klar haben die Künstler das selber zu entscheiden, ist aber immer so eine schwierige Sache, weil die Zuschauer challengen immer gerne den Song. Ist kein schlauer Move, meiner Meinung nach. Aber, was haben wir gemacht? Wir haben trotzdem, nachdem, obwohl die ganze Kacke am Dampfen war und wir wussten, ey, die haben bewusst diesen Beat genommen und auch Generation-Beaten versucht zu machen und diese Tap-Tap-Geschichte mit Sampling und Club-Geschichte und sonst was, bla bla bla, obwohl wir das alles wussten, haben wir das trotzdem grün geschaltet, damit er seine Folge rechtzeitig rausbringen kann und das nicht an Reichweite schadet, weil damit ihr das nur wisst und hier werden wahrscheinlich YouTuber darauf reagieren, die mir auch das Ganze bestätigen können. Wenn eine Folge rot ist, wird die Folge nicht so viel Reichweite erzielen wie ein grünes Video. Wir waren also nicht gewollt, der Folge von Rap La Rue zu schaden und genauso nicht den ganzen Künstlern. Deswegen haben wir das grün geschaltet. Was denkt sich Sammy? Geil, meine Folge ist grün. Ich habe den Beat von Amiga genommen. Die Jungs haben es gemacht. Und was macht er daraufhin? Der Breel macht ein TikTok, wo der sich darüber lustig macht, dass Leute den Song vergleichen. Er sagt, sorry, dass ich ja den Dingens und so ohne Kennern und so wäre ich nichts und so. Ne? Und guckt euch einfach nur den Kommentar von Sammy an. Er lacht mit ha 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 ha. Obwohl er uns zuvor schreibt, ey, könnt ihr die Folge entclaimen und wir machen es auch noch. Ja. Und dann kommen wir nochmal zurück zu dem aktuellen Geschehnis, weil jetzt, glaube ich, ist das Fass einfach übergelaufen und zwar mit den Kommentaren über eure Mutter. Das Label Seiten auf Null gehört ja bekanntlich dem Sadik und auch Sammy hat damit irgendwas zu tun, ob er jetzt selber in dem Label ist, ob er da war, keine Ahnung, aber irgendwas hat er auf jeden Fall auch mit diesem... Also ich weiß auf jeden Fall, dass er mal da gesigned war, aber wie es heutzutage ist, weiß ich nicht, Digga. Keine Ahnung, was er jetzt noch damit zu tun hat, ob er was damit zu tun hat, keine Ahnung. Label zu tun. Und Haaland ist ja auch in dem Label drin, also Sadik Signing, was ja auch bei Rap La Rue jetzt quasi ist. So. Und da wurde jetzt von dem Seiten auf Null Account kommentiert, BZs Mutter kann gut kochen. Solche Kommentare werden im Live-Chat von Rap La Rue, von dem offiziellen Turnier, geduldet und toleriert. Und sie werden von einem Mitveranstalter sogar reingeschrieben. Aber wenn dann geschrieben wird, dafür haben wir übrigens auch Beweise,
Icon oder was auch immer, irgendwas Positives über Icon, diese Kommentare. A Cappella Battle war auch genau bei Icon Runde, ja Runde 3, weil Runde 3, 1 zu 1 war ja, die Struktur war ja gleich. Ja. So, bei uns war Runde 3 Battle Rap, bei dem war Runde 3 Battle Rap. Bei uns war Runde 1 Einzug in die Villa, bei dem war Einzug in die Villa. Guck mal, und nur der Kommentar wurde einfach gesperrt daraufhin. Was auch immer, irgendwas Positives. Naja. Grundsätzlich alles, was positiv ist über Icon, wird gelöscht. Ja. Das habe ich auf jeden Fall auch. Aber auch unter den richtigen YouTube-Videos. Das haben wir auch beobachtet. Das habe ich auch mitbekommen auf jeden Fall von einigen Zuschauern. So, über Icon, diese Kommentare werden nicht geduldet. Diese Kommentare werden automatisch gelöscht. Im Umkehrschluss wird sich dann darüber aber beschwert, dass bei uns im Livestream Wörter wie Sammy oder Rapplerü auf der Blacklist sind, einfach nur damit wir Fitna aus dem Weg gehen. Wir halten seit 1,5 Jahren den Mund. Deswegen möchten wir natürlich auch nicht konfrontiert werden mit negativen Themen, wenn wir gerade live sind und versuchen mit der Community Spaß zu haben. Stellt euch mal vor, ihr geht auf diesen einen Kommentar ein und platzt vor Emotionen und das wollten wir halt vermeiden. Und wir haben eine Und das ist leider vor 2 Tagen oder vor 1 Tag bei uns der Fall gewesen. Sammy hat das Icon-Schild mit dem Move von Tano auf den Boden geworfen und es geht hier gar nicht um Tano. Tano, wir wünschen dir das Beste. Ja, so. Das ist dein Weg. Viel Erfolg. Das ist deine Entscheidung. Mach das Beste daraus. Ja. Es ist uns völlig egal, wo du hingehst. Ja. So, Hauptsache du bist glücklich und du machst deinen Erfolg. 100%, aber um diesen, was mich nur enttäuscht hat, dass Tano diesen Move mitgeduldet hat in demselben Video, was er auch gepostet hat auf seiner Seite, dass er vergisst, mehr oder weniger, wo der herkommt, so mit diesem Move, auch wenn er sagt, dass er es nicht vergessen hat, trotzdem dieses Schild auf den Boden zu werfen und zu disrespecten, macht man nicht. Das ist so dieses, ich spuck auf dieses Format. Ja. Und dieser Move von Sammy hat bei uns was ausgelöst, woraufhin dein TikTok kam. Danach waren wir live. Der Move dahinter, dass dein TikTok kam, war ein gezielter Move. Der Govali mit der Maske. Die Maske wird fallen. Mhm. Der Govali war der Sammy. Ja. So, und die Maske, die fällt. Die Maske ist gefallen. Die wird noch fallen. Mhm. So, definitiv. Daraufhin reagiert er neben Tano so, als wenn er wieder der coolste, der beste, der krasseste im Internet wäre. Und das hat uns nicht gepasst, diese Fresse, weil der kurz davor, nach deinem TikTok, dich angerufen hat. Er ruft dich an, um das Thema zu klären, aber merkt, du gehst nicht dran und tut dann im Internet so, als wenn er das erste Mal sieht und versucht dann wieder auf krass zu tun, was uns völlig aus der Bahn geworfen hat. So, und wir waren wirklich kurz davor, Sachen zu sagen, die wirklich langfristig Probleme eingespielt hätten, aber Gott sei Dank haben wir uns wirklich, wirklich noch am Riemen gehalten. Ganze verfickte Liste voll mit nur solchen Sachen von 1,5 Jahren. Jo. Wisst ihr, wie schwer das ist, in sich zu halten und ruhig zu bleiben, wenn das kommt. Und alter Respekt an euch beide, weil ihr werdet jeden Tag damit konfrontiert auf Twitch. Ihr seht ja die ganze Zeit die Kommentare, ihr seid im Livestream, ihr seid viel mehr in der Öffentlichkeit als Xandro und ich. So, Respekt an euch beide, dass ihr es geschafft habt, so lange die Fresse zu halten. Ja, das haben wir natürlich auch nur aus Liebe zu dir und dem Format und zu Sandro getan, Bro. Aber das ist ein Schritt zu weit, finde ich. Auf jeden Fall viel zu weit. Und wenn die Leute da draußen wissen würden, was wirklich abgeht hinter den Kulissen, Leute, ihr würdet nicht klarkommen. Und das, wenn wir mal wirklich... Und eine Sache, das, was wir alles sagen, das ist nichts. Das ist nichts. Ich alles auspacken würden. Glaub mir, das würde der Person so hart schaden. Also damit meine ich Sammy. Der wird da nicht rauskommen, schwöre ich euch. Und dann kommt Sonntagabend im Livestream das Video, wo er komplett den Vogel abgeschossen hat und gesagt hat, hey, guck mal, ich will auf Krieg, ich will auf Hitler, ich will, dass die Jungs antworten, ich hab Bock darauf. Oder keine Ahnung, was das war, aber es war einfach nur... Es ist nur ja auch eine direkte Promo für sein Finale. Sein Finale steht an. Kommen wir nun zur Villa von Icon. Und sorry, dass ich das sagen muss, aber dort ging es meistens nicht mehr um Musik, sondern darum, auf wen pubertierende Mädchen einen Crush haben. Digga, woher sollen wir in dem Moment wissen, auf wen Mädchen einen Crush haben werden, ja? Das ist doch alles vorgedreht, Digga. So. Bei Kennern hätte ich niemals gedacht, dass Mädchen auf ihn so einen harten Crush haben werden. Was? Was habe ich dir da gesagt bei Baby Nur Du, bei Mein Fluch? Ich habe gesagt, das wird der neue Dorian von Icon 5. Weißt du nicht mehr? An sich konnten wir auch nicht uns darüber sicher sein. Nein, aber weißt was die Leute, das ist ein gutes Thema, weil Leute sagen ja, wir haben nach Hype entschieden. Wir haben ja extra Infinite rausgeworfen, um Kennern zu bevorzugen, weil er mehr Hype hatte. Bro, das Ganze ist doch vorgedreht. Ja. So, das Ganze ist doch 2 Monate in der Vergangenheit. So, wir waren im August da und haben im Dezember ausgestrahlt. Man sollte nicht vergessen, Icon ist immer noch eine Show, wo live performt wird. Ja. Und Infinite Song kam halt live nicht so rüber bei uns, wie beispielsweise Kennern Song. Oder Biggie oder so. Oder Biggies. Somit bekamen schlechte Songs viele Aufrufe. Grün-weiß, weil es bei uns nur ein Eis ist.
Aber dazu muss ich auch noch ergänzen, Zahlen lügen nicht. Ne? Wenn man jetzt die Zahlen von Infinite und Kennern oder Biggie mal nebeneinander stellt, so, welches sind die erfolgreicheren Songs, dann habt ihr ganz klar 100%. Eure Antwort. So. Aber dass ein Infinite ein geisteskranker Rapper ist, geisteskranke Skills hat, sehr krass aussieht auch, das kann man ihm nicht abstreiten, Bruder. So. Kennern hat uns aus der Eiliver-Phase rausgebracht. Kennern ist so schön. Ich könnte ihn den ganzen Tag angucken. Einfach wow, Digga, mein Herz schmilzt. Ich liebe ihn. Ich sing das immer im Unterricht. Starker Albaner wirklich. Ein. Fachstark top. Krass, wie kann man nur so gut rappen? Zu krass Kanan tut einfach nie enttäuschen. Also ich habe noch nie 7-Jährige auf TikTok gesehen, die zu Rap-Larue-Songs tanzen. Guck mal, und ich erzähle euch jetzt ganz genau an die Community, was der Move hinter diesem Video ist. In diesem Video wurde überwiegend auf Kommentare eingegangen von Zuschauern. Warum macht er das im Stream? Einfach nur, um seine Zuschauer im Stream dazu zu mobilisieren, wenn sie solche Kommentare sehen, auch darunter zu kommentieren. Kinder. Das macht er passiv. Er sagt nicht, ey Leute, unter die Kommentare schreibt das da drunter, blabliblub, sondern er reagiert auf so ein Video und dann brennt sich das automatisch in den Köpfen der Leute fest. Richtig. Ey, guck mal, Sammy hat auch schon auf so ein Video reagiert, jetzt sehe ich wieder so einen Kommentar. Ich schreib mal was drunter. Ja. So. Und dann, seitdem kommen auch jetzt mehr diese Kommentare, ältester Icon-Zuschauer. Im Endeffekt, Bro, ein 22 oder 25 oder 30-Jähriger wird solche Kommentare nicht verfassen. Er wird vielleicht seine Meinung sagen, aber nicht dieses tägliche. Viele Jüngere verfassen gerne solche Kommentare, aber auch bei seitens Rap-Larue. Und das ist doch nicht schlimm. Bruder, Kinder entscheiden den Markt. Kinder halten den Markt. Und viele Streams sind auch von vielen Jüngeren, sowohl bei Icon, aber auch bei Rap LaRue zu 100%. Was ist ein größerer Flex? Eine Musikshow, wo es um Musik geht, oder eine Musikshow, wo es nur ums Aussehen geht? Man könnte diese Songs nur auf YouTube-Kids hochladen und sie würden genau so viel Klicks machen. Wir haben den erfolgreichsten Song innerhalb von 24 Stunden aus komplett Deutschland, Rap-Turnier, was auch immer geben wird. Guck mal, das ist auch so eine indirekte Sache, so direkt diese zwei Songs nebeneinander tun. Selbst wenn es so ist, ist doch schön. Sei stolz auf dich, sei stolz auf deine Künstler, Janne, sprech denen ein Lob aus. Ja. Ist doch gut, ist doch super, Digga, geil. Du hast einen Meilenstein erreicht, ist doch geil. Aber warum machst du daraus auch wieder einen Konkurrenzkampf? Mhm. Haben wir jemals gesagt, boah, guck mal, Generation oder Mulaga hat 40 Millionen Klicks 50. Oder 50 Millionen Klicks. Ja. Haben wir sowas jemals gesagt, Digga, oder haben wir jemals die Streaming-Zahlen von uns mit ihm verglichen? Nein. Es kommt halt für mich so rüber, als wenn so Sammy immer wieder auf Krampf so wirklich den Leuten beweisen will. Muss. Dass Rap LaRue krasser sein soll als Icon. Ja, weißt du? Und der aber, besteht zu 100% darauf. Aber so. Leute, die dann sagen, Icon ist krasser, die werden von ihm fertig gemacht. Die werden von ihm fertig gemacht oder nicht. Auf die wird reagiert und dann wird gegen die geredet, dann werden Worte verdreht, dies und das. Genau. Es muss einfach jeder sagen, Rap LaRue ist besser. Ja. Aber jeder kann doch seine Meinung haben. Wenn ich Icon besser finde und du Rap LaRue, ist doch okay. Ja. Letztes Mal, ich war in einem Friseur, die haben Rap LaRue geguckt, die Jungs. Ich hab gesagt, was geht ab? Also die haben mich erkannt, weißt du? Die haben gesagt, ey, BZ, was, bla bla bla, so Foto und so gemacht. Ich sag, was guckt ihr da? Meinten die, ja, Rap LaRue. Ich so, ah, okay, und gefällt euch? Meint die, ja, aber Icon ist geiler. Wir gucken bald auch wieder Icon, sobald es rauskommt. Mhm. Denkst du, ich hab zu den Jungs gesagt, guck nicht Rap LaRue, Icon ist besser? Ich würde das niemals machen, Bruder. Aber ein Sammy wäre wahrscheinlich in dieser Situation, hätte gesagt, ah, warum guckt ihr Icon? Guck Rap LaRue, das ist die Eins oder das ist das Original oder was auch immer. Der Move dahinter, dass genau am Sonntag, wir haben das ja angekündigt, in unserer Beschreibung steht ja noch 3 Folgen, noch 2 Folgen, noch eine Folge. Was hat Sammy gemacht? Genau, wo bei uns stand, noch 2 Folgen, hat er so getan, als wenn er nicht wüsste, dass noch 2 Folgen ist, hat das so unterschwellig erwähnt und hat dann bewusst seine Villa-Ausstrahlung 3 Wochen später angekündigt. Das heißt, bei uns endet die Sonntagsfolge, viele sind traurig und Icon war maximal im Hype, keiner kann mir das absprechen. Und eine Woche später kommt Rap LaRue. Was denken sich jetzt viele Icon-Fans? Ich brauche was zum Gucken, ich muss was gucken, mir ist langweilig, ich will was gucken. Die switchen. Logisch. Und das ist selbstverständlich und das ist ja auch normal. Wir sind nicht sauer darauf, das ist normal, Brudi. Und sobald Icon 6 wieder ausgestrahlt werden, werden hoffentlich die Leute wieder da gucken das und das ist normal. Wie im Fernsehen, Digga, ja? Wenn mittwochs DSDS läuft und, keine Ahnung, dann ist DSDS vorbei, dann kommt irgendwas anderes, dann kommt Supertalent, dann kommt Dschungelcamp, dann kommt das, dann kommt Kochshow oder was auch immer. Ja. Weißt du, ist doch so, ist doch normal. Aber was ich so, aber stell dir mal vor, das eine Format endet, dann beginnt das nächste. Dann endet das Format, dann beginnt wieder das nächste. Die Zuschauer hätten durchgehend was zu gucken und beide Shows würden voneinander profitieren. Guck mal, dazu aber so sagen. Wie er es macht, Digga, der macht einfach alles kaputt, so, weißt du, was ich meine? Guck mal, dazu habe ich auch eine wichtige Sache. Der Colin, damals, als diese Memo an Sammy kam, er hat damals Sammy nach seinen Ausstrahldaten gefragt. Er
hat gefragt, von wann bis wann strahlst du aus? Er hat gesagt, yo, ich möchte gerne im Dezember anfangen und will dann ungefähr im Januar starten. Was hat er gemacht? Er hat alle Termine gesagt. Colin hat darauf seine Termine bekannt gegeben, wann er Icon ausstrahlen möchte. Daraufhin haben wir angefangen und plötzlich hat sich alles gewendet. Plötzlich wurde immer in die Fußstapfen von Icon gegrätscht. Auf einmal wir machen Bewerbung, auf einmal die machen Bewerbung. Auf einmal wir fangen an, auf einmal die fangen an. Auf einmal wir verlängern, auf einmal die verlängern. Genau auf den Tag von Icon immer. Und das war dann auch so diese Sache, obwohl wir versucht haben, von Anfang an abzuklären, damit nicht dieser Konkurrenzkampf kommt und die Zuschauer sich entscheiden müssen, haben wir gesagt, ey, guck mal, wir schreien den, du strahlst dann aus, Tamam, wir strahlen dann aus. Darauf haben wir gewollt und darauf kam keine Antwort von Sammy. Und da haben wir noch alles schwarz auf weiß. Ich kenne sogar noch den genauen Wortlaut von Colin. Er hat in der Memo gesagt, ey, guck mal, Sammy, du machst ja jetzt auch dein Format, sag mir am besten deine Daten, lass uns unsere Release-Daten abgleichen, ja, damit wir uns gegenseitig nicht konkurrieren, genau, oder im Weg stehen. Korrekt? Korrekt, voilà, korrekt. Warum ich so gechillt in dieser Geschichte bin? Weil ich denke, Bruder, Qualität setzt sich eh durch. Aber ich denke mir so einen hinterhältigen Nafri-Plan aus. Sami hat Icon groß gemacht. Ja. Ohne ihn wären sie nicht, ja, dort, wo sie, ja, heute, klar, sind. Klar, was ich halt ein bisschen traurig finde, dass das am ersten Tag von Ramadan sein muss, weil ja, ich war ja sogar, Bruder, in dem Stream drin. Ich habe das ja beobachtet, weil ich ja das Video zufälligerweise vorher woanders gesehen habe. Ich dachte mir, Sammy wird 100% darauf reagieren. Und da hat sich das bestätigt. Ich habe das bei You gesehen, weißt du? Ich auch, ja. Weil ich habe das auf TikTok gesehen, dann dachte ich mir, hä, was ist das für ein Video? Ich bin dann auf seine Seite gegangen und bewusst wurde der Stream online gelassen. Ja, so, ja, damit man Clips macht. Und dann habe ich gesehen, der sagt, danke, Anas. Anas ist der Cutter von Sammy. Danke, dass du das Video vorbereitet hast. Denke ich mir, na okay, Sammy wird safe darauf heute reagieren. Dann bin ich zu dir gegangen, ich habe gesagt, heute wird die Bombe platzen, es ist soweit. Du so, wie, warum? Ich so, guck, das. Und auf einmal, der reagiert darauf. Der sagt am Anfang des Streams, hey, es ist Ramadan, ich hoffe, ihr habt gut gefastet, so. Ich mache mir seit Tagen Gedanken darüber, bei wen ich gesündigt habe und bei was. Und ich versuche, meine Sündigen mit guten Taten umzusetzen. Und bei den Menschen, wo ich Schlechtes getan habe, das wieder gut zu machen. Und wir machen keine Fitner mehr, aber doch ein kleines bisschen. Und reagiert dann im Umkehrschluss auf so ein Video? Bruder, damit stiftest doch nur Fitner, Bruder. Und dieses Video von uns ist eine pure Aufklärung. Keiner kann uns hier vorhalten, dass wir irgendwie Fitner machen gerade. So, voilà. Ich habe schon sehr, sehr oft gesagt, wir möchten dir nicht schaden. Ja. Und, wir müssen halt leider was sagen, Bruder. Wir können nicht unser Gesicht verlieren, mein Bruder. Du hast seit einem Jahr hast du geschossen. Jetzt melden wir uns einmal zu Wort, ne? Und ich hoffe, daraus resultiert weder ein Strike, noch eine Anzeige, noch irgendwie irgendeine andere Politik, Alter. Mhm. Weil das wäre dann wirklich etwas, wo man langfristig das nicht rückgängig machen kann. Sag ich dir, wie es ist. Ja. Aber das, was wir jetzt hier machen, wir äußern uns ja nur gegenüber der Community, um klarzustellen, damit die Leute wissen, was wirklich ist, genau, und wie es wirklich ist. Ja. Und wir könnten hier auch Dinge sagen, die wären nicht mehr rückgängig zu machen. Ja. So, weder für Sammy, weder für Rap LaRue, noch für uns. Aber das machen wir bewusst nicht. Ja. Das alles, was wir hier machen, ist alles noch, das kann man alles noch rückgängig das machen. Das ist eine Aufklärung. So. Als wir uns das dann angeguckt haben, glaube ich, war es einfach für uns an der Zeit, wo wir gesagt haben, hey, guck mal, in der Öffentlichkeit, wir stehen da. So, ja. Wir werden einfach in der Öffentlichkeit komplett runtergemacht. Und an der Stelle möchte ich mich auch nochmal bei der Community entschuldigen, weil ich weiß, wir haben viele Muslime da draußen, viele Leute, die als heilig sehen, so diesen Monat. Ich glaube, wir müssen da einfach gerade ein Vorbild. Definitiv, wir wollen uns auch auf jeden Fall dafür entschuldigen, dass das in diesem Monat passieren musste so. Ich hoffe, wir haben euch nicht enttäuscht damit. Wir haben bewusst uns dafür auch entschieden, keine Fitnerei zu stiften, sondern wie gesagt schon, nur eine Aufklärung zu bieten. Aber ich möchte auch einen großen Lob aussprechen an so viele Menschen, die trotz all diesen Behauptungen, trotz all diesem Hate, trotz all diesen Kommentaren, trotz all diesen Schießereien von Video zu Video, von Stream, von TikTok, egal von welchen Künstler, von Falschbehauptungen, immer noch hinter uns stehen. Ja. Ich bedanke mich im Namen von uns zwei. Sitzen und versuchen weiter irgendwie unseren Weg zu gehen, in einem reinen Weg. Vielleicht ist das nicht der beste Weg, so in der Öffentlichkeit mit sowas umzugehen, aber ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir uns da irgendwie so ein bisschen selber treu bleiben. Okay, bevor wir jetzt hier bei Colin weitermachen, es gab einen Clip, wo Sammy gesagt hat, dass wir alles umsetzen, was er sagt oder was er bemängelt. Genau. So, das legt er so aus, als wenn er so quasi uns das vorgibt, was wir zu tun haben und wir machen dann direkt, Sammy hat so und so gesagt, das müssen wir jetzt machen. Ja, richtig. Aber das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Guck mal, Reaktions-YouTuber sind Meinungsmacher. Ja. Ne? So. Und Reaktions-YouTuber sind auch wichtig. Weißt du warum? Weil das sind diejenigen, die dir auch konstruktive Kritik geben. Richtig. Genauso wie Zuschauer in den Kommentaren. Und dann ist es auch wichtig, wenn du Dinge umsetzt. Weißt du, was ich meine? Wenn die plausibel sind. Ja, so, keine Ahnung. Eure Belichtung ist scheiße.
Effekte, dann arbeitest du halt an der Belichtung, dann ist die besser. So. Normal, dann normal. Profitiert die ganze Show davon. Definitiv. Weißt du, was ich meine? Ja, nee, selbst wenn jetzt Sammy beispielsweise gesagt hat, das und das ist nicht so geil und wir haben das umgesetzt, um es geil zu machen, wieso machst du daraus einen Vorwurf uns gegenüber? Ja, eben. Aber er geht hin, er macht daraus nicht nur einen Vorwurf, er verdreht sogar die Tatsachen. Mhm. Er sagt beispielsweise, ich habe gesagt, das mit Hamdi war eine Fehlentscheidung und dann wurde Hamdi sofort wieder reingenommen. Stimmt nicht. Stimmt nicht, Bro. Stimmt nicht. Stimmt nicht. So, und wir gucken uns jetzt den Clip einmal ganz kurz an. Die haben Hamdi in der Vorrunde rausgeschmissen bei Icon 4. Nach meiner Reaction darauf, und die haben einen anderen weitergelassen. Nach meiner Reaction darauf haben die den Typen, den die weitergelassen haben die den Typen, den die weitergelassen haben, rausgeworfen und dafür haben die reingenommen. So geht der Clip weiter. Das war jetzt leider, war zu kurz, aber viele von euch werden ihn kennen. Yeah. Stimmt nicht. Stimmt war nicht so. Stimmt wie war's? Als das Ganze ja passiert ist, war ja deine Kopfverletzung. Du lagst ja im Krankenhaus, wir konnten ja leider nicht bei den Folgen dabei sein und haben aufgrund dessen auch nicht die letzten 3 oder 4 Folgen mitentscheiden können. Ja. Da haben Sandro und Colin das, glaube ich, über einen Stream gemacht. Ich kann mich nicht mehr ganz erinnern, da saßen die am PC oder so. Und da haben die sich gegen Hamdi entschieden. So, und das ist ja natürlich nicht an uns vorbeigegangen, weil wir haben trotz unserer Abwesenheit täglich zu Hause auch mitgewirkt. Und wir haben auf die Folge reagiert. Wir haben auf die Folge reagiert. Was haben wir sogar gemacht? Wir haben Sandro in der Folge angerufen. Wir haben gesagt, Bro, das war die größte Fehlentscheidung. Das war falsch. Das hättet ihr nicht machen dürfen. Hamdi muss rein. Und Hamdi ist danach reingekommen. Ja. Und die Folge von Sammy kam sogar später online als unsere. Also Hamdi wurde bereits ins Turnier wieder aufgenommen und dann kam erst Sammys Reaction. Richtig. Und daraufhin legt er das Ganze so fest und dieses Argument hier mit ich habe Hamdi, ey Bro, das hat der locker schon 5-mal gebracht oder so. Ja, ne? Der springt die ganze Zeit auf denselben Sachen rum, als wenn wir ihm alles zu verdanken haben. Ja, so. Video, was wir jetzt gemacht haben, ist gezielt darauf gewesen, kein Fitner zu machen, 100%. Kein Stress zu machen, keinen zu beleidigen, runterzumachen oder jemanden zu zerstören. Ja. Und der einzige Grund, warum wir das nicht machen, ist nicht, weil wir Angst davor haben, dass da irgendwie ein Rückschlag kommen könnte, sondern weil am Ende des Tages ist es Ramadan. Wir sind mittendrin. Stark. Und es ist Ramadan ist ein Zeit der Versöhnung, der Respekt, Liebe, der Familie. Stark. So, stark, es stark. Ist sowas zu machen, gerade in dieser Zeit, ist. Das ist falsch, Bro. Und es ist nicht richtig. Und es ist auch nicht in meinem Glauben. Also hat das nichts damit zu tun, dass wir nicht einen Sammy jetzt angreifen, weil wir Angst vor einem Sammy haben. Es hat nur damit zu tun, dass ich das nicht mit mir selber vereinbaren kann, in die Öffentlichkeit zu gehen und das zu machen, was ein Sammy jetzt gerade über uns. Und ich stehe dafür einfach auch selber nicht. Da hinzuzufügen ist natürlich, wir haben ja auch gesammelt, wie wir jetzt schon mehrfach gesagt haben. Und was die Zuschauer draußen gar nicht wissen, was so alles im Hintergrund für Politik abläuft. Leute, das wisst ihr gar nicht, was da abgeht. Und wir hätten genauso gut uns heute hinsetzen können und als Antwort einfach alles veröffentlichen können, was wir in der Hand haben. Und glaubt mir, ihr werdet alle geschockt. Mhm. So, und das machen wir bewusst nicht. Wir haben heute ein bisschen was ausgepackt. Ja. Das ist aber auch nur vielleicht 10%. Aufwärmen. So, weißt du, was ich meine? So, und wir wollen gar nicht alles auspacken, Bruder. Mhm. Wir wollen das nicht tun, Digga. Das will er auch nicht. So, wir sind keine ekligen Menschen, Alter, ja? So. Das wollen wir nicht. Wir wollen auch nicht so werden. Bro, wir sind auch nicht die, die zu entscheiden haben, wer seine Karriere weiterführt und wer nicht, Bro. Weil die Sachen, die wir haben, die sind wirklich sehr schädigend für die Karriere, weiter fortführt in der Zukunft. Das wollen wir nicht, weil wir haben das nicht zu entscheiden, mein Bruder. Werd komplett geschockt, was da wirklich im Hintergrund abläuft. Ja. Das sage ich euch, wie es ist. Aber das ist einfach nicht der Weg, den wir gehen wollen. Wir möchten uns ab sofort von dir komplett distanzieren. Wir möchten nicht mehr mit dir in Zusammenhang gebracht werden. Wir möchten nicht mehr, erstens, dass du auf Icon reagierst. Zweitens. Wir wollen auch nicht mehr in Zukunft, dass du Icon mit Rap LaRue vergleichst. Icon ist Icon, Rap LaRue ist Rap LaRue. Deswegen hör auf bitte, Icon im schlechten Zusammenhang immer zu erwähnen und im gleichen Satz immer Rap LaRue zu promoten. Ja. Das wollen wir nicht mehr, dass du in der Öffentlichkeit weder über das Team, noch über Künstler und noch über das Format Icon in Zukunft redest. Und die Sache, dass du nicht mehr auf Icon reagieren sollst, ist einfach nur, weil wir keine Lust mehr haben auf diese Kopfschmerzen. Es f***t einfach ab. Ja. Es nervt, Bruder. Es nimmt Energie. Wir haben keine Zeit und keinen Kopf dafür, uns jeden Tag mit irgendwelchen Clips aus deinen Streams zu beschäftigen oder uns sie anzugucken oder uns das anzuhören. Das nervt einfach, Dicker. Wir haben dir gegenüber nie was Schlechtes getan. Wir haben dir gegenüber nie was Schlechtes gesagt. Lass uns in Ruhe.
So, Bro, damit sonst ist das wollen Thema wir nicht. Durch. Deswegen wollen wir einfach nicht mehr, dass du auf Icon reagierst, weil selbst wenn man mit dir irgendwas klärt, ne, und dann im Guten auseinandergeht, kommt wieder, da reagierst du auf die erste Folge alles normal, ja, reagierst du auf die zweite Folge alles normal, spätestens in der dritten Folge fängst du wieder an, irgendwie gegen uns zu sticheln oder irgendwas zu sagen, um uns auf den Sack zu gehen. So, wir möchten uns hiermit einfach offiziell langfristig von dir lösen. Wir möchten einfach zukünftig keine einzigen Berührungspunkte mehr mit dir haben. Geh deinen Weg, sei erfolgreich, wir machen unser Ding, mach du dein Ding, aber lass uns bitte auf dem Weg uns nicht kreuzen und wir wünschen dir viel Erfolg mit dem, was du machst. So, und Sammy, für dich an der Stelle ganz wichtig, dass ich das nochmal erwähne, wir haben uns jetzt bewusst dazu entschieden, heute den friedlichen Weg zu gehen, nicht den Fitnerweg zu gehen, nicht diese ganzen Thematiken, die wir die ganze Zeit gesammelt haben, seit anderthalb Jahren auszupacken. Das ist ganz wichtig, dass du das verstehst für dich. Wir möchten keinen Streit. Wir möchten kein Beef. Wir möchten keinen krassen Konkurrenzkampf mit Rap LaRue. Wir haben bessere Sachen zu tun. Ja. Wir haben kein Interesse daran, deinem Format zu schaden oder deinen Künstlern. Weil nochmal, wir haben nichts gegen das Format. Richtig. Wir haben nichts gegen die Künstler. Bei Rap LaRue sind einige Künstler, die wir für richtig talentiert erachten. Ja. Die richtig gut sind so. Mhm. Und wenn wir jetzt anfangen, gegen dich zu schießen, wegen deinem Verhalten, schaden wir damit auch allen anderen, die in deinem Kosmos sind. Und wir möchten das einfach nicht. Auf jeden Fall, ja. Und Sammy, für die letzten anderthalb Jahre hast du nicht eine Sache von uns, von unserem Team oder von unseren Künstlern gegen Rap LaRue in der Öffentlichkeit gehört. Und ich hoffe, dass wir es auch mit diesem Statement jetzt, was wir heute gesetzt haben, beenden können und dass in Zukunft auch nichts mehr kommt. Ja. Ich möchte das nämlich nicht. Ich möchte, dass weder das Team, die Community noch unsere Künstler gegen Rap LaRue schießen. Das ist nicht in unserem Interesse. Wir wollen einfach unser Ding machen, ihr sollt euer Ding machen und fertig. Bei der ganzen Negativität haben wir beinahe vergessen, was wirklich wichtig ist, und zwar Icon 6. So, und jetzt haltet euch fest. Haltet euch fest. Wir wollten es die ganze Zeit erwähnen in jedem Icon Insider am Ende. Der erste liegt von Seite und das wird nicht der letzte sein. Ich freue mich hiermit offiziell ankündigen zu dürfen, dass bei Icon 6 um 1 Million Euro geht. Ja, ihr habt richtig gehört, das ist eine 1 mit 6 Nullen dahinter. Das heißt, jeder Künstler, der es bei Icon 6 in die Top 100 schafft, startet mit einem Kopfgeld von 10.000 Euro. Das heißt, Junge! Krass. Top 100 ist nicht mehr wie in der Villa, 17.000, jeder 1.000 Euro wert, jeder ist 10.000 Euro wert. Ab Top 100. Ab Top 100 direkt. Das heißt, du bettelst ein, du forderst den heraus, du gewinnst, bist du 20.000 Euro wert. Es geht um 1 Million Euro bei Icon 6. Einzelne Battle, das bei Icon 6 stattfinden wird, wird unglaublich krass. Und es geht sich um sehr, sehr viel Geld. Und der Gewinner von Icon 6 wird als reicher Mann oder Frau nach Hause gehen. Richtig. Das heißt, nutzt jetzt noch die letzte Chance, die ihr habt, euch für Icon 6 anzumelden. Ihr wollt das nicht verpassen. Ich garantiere es euch. Ihr werdet dieses Jahr sonst zu Hause sitzen und euch wünschen, dass ihr bei Icon 6 dabei gewesen wärt. Hey. Krank. Geisteskrank. Guck mal, das ist der erste Leak und das wird nicht der letzte sein. Die Tage kommt noch der ein oder andere Leak, aber es geht um 1 Million Euro bei Icon 6. Ihr wisst ja, was für ein Hype bei Icon zu holen ist. Die Zahlen lügen nicht, die Zahlen sind echt. Kommt, holt euch euer Hype und holt euch das, was euch zusteht und das, was wir euch bieten. Und an alle, vergisst euch nicht zu bewerben. Die Bewerbungsfrist endet am 31.03. Dementsprechend habt ihr nicht mehr viel Zeit. Richtig. Gibt Gas, denn jetzt habt ihr noch die letzte Möglichkeit, euch zu bewerben. Das war's hier an der Stelle mit dem Thema von Sammy de la Rue. Das Video geht auch ziemlich lange. Es gab ziemlich viel Gesprächsbedarf, Leute. Vielen, vielen Dank an jeden einzelnen Zuschauer da draußen, der hinter uns steht. Wir lieben euch. Ihr seid wirklich Gold wert. Und Dankeschön. Ihr seid der Grund, weshalb wir immer noch hier sitzen und unseren Content machen dürfen und weshalb auch Icon so gut läuft, so Leute. Wir sind euch wirklich sehr, sehr dankbar dafür. Wir hoffen wirklich, dass sich dieses Thema hiermit erledigen wird und dass es in Zukunft keine Berührungspunkte mehr mit Sammy geben wird. Wir wollten nie Beef, wir sind nie auf irgendeine Provokation hinaus gewesen. Wir wollen niemanden schaden und wir wollen, wie gesagt, auch in keinen Streit involviert werden. So, ich hoffe, diese Message ist angekommen und ich hoffe, es wird jetzt nichts Negatives mehr kommen. Natürlich hoffe ich auch, dass dieses Video nicht gestreamt
gestrikt wird und wir nicht in irgendeinen Rechtsstreit reingezogen werden oder angezeigt werden oder was auch immer. Falls das passieren sollte, werde ich euch darüber natürlich berichten und euch Bescheid sagen. Ja, und ansonsten wünschen wir trotzdem, obwohl die Vergangenheit nicht so rosig war, dir, Sammy, ganz viel Erfolg. Und auch deinen Künstlern und auch deinem Format ganz viel Erfolg in der Zukunft. Ich glaube, das war's hier auch an der Stelle. Ab sofort gibt's wie gewohnt nur noch Liebe. Ich hoffe, das Thema ist hiermit durch. Hört auf, euch in den Kommentaren zu streiten. Habt Liebe für alles, was ihr gucken wollt. Guckt, was ihr wollt. Reagiert auf, was ihr wollt. Habt Liebe für das, was ihr gucken wollt. Icon 6 wird, wie versprochen, geisteskrank. Yes. Vergisst nicht, euch zu bewerben. Icon 6 wird international. Wenn ihr euch nicht bewirbt, werdet ihr das bereuen. Und ich verspreche euch, dass Icon 5 ein Witz gegen Icon 6 war. Yes. Und wenn das nicht stimmt, klippt das. Ich schneide mir nach Icon 6 eine Glatze. Und Leute, dieses Video soll kein Aufruf an euch als Zuschauer sein, irgendeine Hetze zu betreiben oder unter irgendwelche Kommentare, negative Kommentare zu schreiben oder in irgendwelche Streams oder was auch immer. Bleibt friedlich, Leute. Das Ganze steht uns nicht. Wir sind außerdem im Ramadan-Monat sehr, sehr wichtig. Und ansonsten, wenn es euch hier gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Haut rein. Ciao, ciao.